auf Lärm. Der Podcast. Guten Morgen, Sebi. Guten Morgen, Wookie. Hast du gut geschlafen? Es geht so. Ich bin einfach mega erkältet und schlafe gerade nicht viel. Und ich hatte keine Lust, heute Abend mit dir aufzuzeichnen. Deswegen habe ich gesagt, hey Wookie, du hast Urlaub, ich bin krankgeschrieben, komm doch mal zum Frühstück vorbei. Ich kann sehr empfehlen, wenn man Schlafprobleme hat und erkältet ist, einfach mal sich einen von der Palme wählen. Ich schlafe dabei immer ein. Ja, perfekt, ist doch gut. Ja, und also dabei? Ja. Da. Ja. Das führt aber zu sehr, sehr seltsamen Situationen in der Jugend, oder? Wenn dich deine Mutter schlafend am Tisch erwischt hat? Es kommt drauf an. Meistens habe ich das ja nicht am Tisch gemacht. Hat dich deine Mutter schon mal beim Masturbieren erwischt? Nein, glaube ich. Hat dich jemand mal beim Masturbieren Nein, erwischt? Nein, glaube ich. Ich glaube, das wär wirklich, also das ist so dieses typische wirklich, okay, jetzt gehe ich nochmal zur Therapie. Tja, ne? Aber ich sag mal so, mein Bruder hatte früher ein Durchgangszimmer zu meinem Zimmer. Ja, anderes Thema. Menschen, die ihr Brotmesser nach jedem Benutzen waschen, ja, sind mir ein bisschen suspekt. Das mache ich offensichtlich nicht, weil das Messer liegt ja seit einer Woche auf dem Tisch rum. Vollkommen okay, weil es ist ja durchgebackenes Brot, ne? Klar, ja. Irgendwann merkst du, dass da irgendwelche Schlieren dran sind oder so. Aber so ein trockenes Brötchen zerschneiden, da muss man danach nicht unbedingt ein Messer waschen direkt, oder? Nee, eigentlich nicht direkt. Also wenn wir die Spülmaschine anmachen, so alle, weiß ich nicht, wann macht man die Spülmaschine an? Alle 6 Wochen. 3-4 Tage, ja. Dann schmeiße ich das Messer halt oben mit drauf, damit es mal durchgewaschen wird, wegen Hygiene und so, weißt du? Das war richtig ordentlich damit durchgewaschen. Ordentlich. Ich merke schon, du hast Urlaub, wir haben kurz nach 12 Uhr mittags. Also jetzt ist genau meine Masturbierzeit, deswegen dachte ich. Deswegen bist du gerade so drauf, ja? Ja, genau. Nein, ich mache mir natürlich Gedanken um dich. Ah, danke. Ja. Nee, meinen Tag verbringe ich gerade, ich habe zwar viele Taschentücher um mich herum, aber die sind alles nur nasensekretig beinhaltet. Ah, das war immer mein klassischer Go-To-Witz im Sommer, wenn meine Allergiezeit so richtig, richtig am Arsch war und ich die ganze Bude voller Taschentücher hatte, weißt du? Mhm. Ich hatte dann immer so vor dem Bett so einen Haufen benutzter Taschentücher, also wirklich auf dem Boden liegend, weil ich nachts dann einfach nur so ein Taschentuch greife, die Nase nur noch abwische und fallen lasse. Weil du weißt, bei einer Allergie, wenn du die Nase ausschnopfst, ne, dann kommt einfach noch mehr nach. Mhm. Irgendwann gibst du auf und deswegen wischst du dann einfach nur noch das, was da ist, weg und lässt das Taschentuch einfach vors Bett fallen. Mhm. Habe ich immer gesagt, so, ja, mein Zimmer sieht aus wie das eines 14-Jährigen. Na, kann ich verstehen. Aber es gibt immer, ich finde Nasensekrete immer, auf der einen Seite ist das schon eklig, auf der anderen Seite ist das schon sehr interessant. Kannst du dir einfach Schnodder sagen? Was war der größte Schnodder, den du dir jemals aus der Nase gezogen hast? Der größte Schnodder? Ich habe immer so ein Erlebnis, das ist schon einige das Jahre. Ist aber, meinst du jetzt aber nicht, dass du verwechselst dein Leben jetzt nicht mit Hotshots, wo er dann so diesen Beutel voll hatte, oder? Nein, nein, nein. Okay. Weiß ich nicht. Ein großer, starker Krieger. Nein. Ich kann dir die interessanteste Schnodder-Story erzählen, auf jeden Fall. Bitte. Ich war mit der lieben Mona und ihrer Schwester, oder ihren Schwestern, ja, waren wir damals auf dem Area 4. Und das war so super staubig, das war mein erstes Festival und es war super, super staubig, dass wir dann am Ende gesagt haben, okay, wer kriegt den schwärzesten Schnodder hin? Mm. Ich weiß aber nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht gewonnen habe. Ja, Festival-Schnodder ist immer sehr schwarz. Mm. 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 Nee, ich habe so ein Erlebnis, ist schon 15 Jahre mindestens, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da war ich noch Single, weil da macht man sowas. Auf jeden Fall habe ich mir die Nase geputzt und ich habe nur gemerkt, oh mein Gott, da ist was drin, es will nicht raus. Kennst du das? Nase ist zu. Und du schnippst, aber es kommt nicht raus, ja? So, und wo du so schneuzt, dass es dir, wo genau, du schon skeptisch wirst, ob du dir gerade nicht sogar wirklich physisch wehtust. Richtig, genau. Und ich habe dann einfach nur alles rausgeholt, was ging. Und ich bin wirklich ins Letzte gegangen, kurz vor der Ohnmacht, ja? Und dann kam es raus und es war fast wie bei einer Geburt. Es war einfach ein glitschiges Ding. Kennst du noch Nickelodeon Slime? Ja, klar. Ja, so. Der Kids' Choice Award. Genau. Und das Ding lag dann quasi in meiner Hand. Und man kann sich das Ganze jetzt wirklich mal, also wirklich so faustgroß vorstellen. Ich weiß nicht, wo das in meinem Kopf drin war. Ja? Ich weiß nicht, wo das in meinem Kopf drin war, aber es kam damals raus. Und seitdem habe ich aber immer das Bedürfnis, wenn ich erkältet bin, boah, geil, sowas willst du nochmal produzieren. Weil ich glaube, das war das Produktivste, was ich jemals gemacht habe. Okay, Gegenfrage. Bist du einer, der gerne auch mal Pickel ausdrückt? Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, das ist sehr naheliegend, das Gleiche, weißt du? Wenn, dann eigene. Ja, und ja, ja. Es kommt auch auf die Stellen an. Also ich habe letztens einen gehabt, der hat mich genervt, darum musste der weg. Und zwar lag er unter dem Brillenbügel. Also Brillenträger kennen das Problem vielleicht, ne? Seitlich oder oben drauf? Nee, genau oben drauf, genau oben auf dem Nasenrücken. Ist das hier der Nasenrücken? Ja, 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 ja. Genau, also da, wo der Brillen, das Nasenbein? Wo der Brillensteg quasi drauf liegt, ja? Ja. So, und darunter war ein kleiner, minimaler, gelber Pickel. Und das hat einfach beim Brille anziehen schon genervt, ja? So, und dann das spürst du den ganzen Tag.
Da muss man einfach Mann sein, sich vor den Spiegel stellen und danach das Sidodin rausholen. Okay, die Top 3 der schlimmsten Plätze für Pickel. Im Ohr. Im Ohr, ja, sehr gut. Bei mir dann auf dem Rücken. So richtig schön irgendwo da, wo du wirklich so eine blind nur mit zwei Daumen hinkommst. Augenbraue. Sehr viele Nerven drin, tut sehr weh. Im Bad. Vor allem Oberlippe. Ich habe letztens einen am Kinn gehabt, der war auch nervig. Oberlippenbart, da ist bei mir die Kombination. Also am besten so direkt zwischen, also das erste Barthaar unter dem Nasenloch schon. Diese Stelle, ne, wenn ich da einen Pickel ausdrücken muss, ne, oder auch ein Barthaar ziehe, dann ist das, als würde ich auf 3 Zitronen gleichzeitig beißen. Mein ganzes Gesicht reagiert. Ich muss niesen, ich muss husten und die Lippe juckt. Dritter Punkt, Zahnfleisch. Pickel auf dem Zahnfleisch? Ich weiß nicht, ob es richtig Pickel sind, aber man hat ab und zu so Entzündungen. Nee, das ist eine Affne, glaube ich. Man hat so offene Stellen am Zahnfleisch, die sind auch rund und die nerven einfach nur und tun tierisch weh. Die tun tierisch weh. Da kriegt man doch diese richtig fiese Creme vom Zahnarzt. Ja, ich halte Amistad? Weißt du, ich halte immer nur die elektrische Zahnbürste drauf und guck einfach. Alter! Das ist aber hardcore! Das ist einfach nur mega kratzig. Also, meine Mutter hat die früher. Meine Mutter hatte tatsächlich so einen Zahnzwischenraumstecher wie beim Zahnarzt, weißt du, diesen Piekser. Ja. Den hat sie dann einfach heiß gemacht, mit Feuer halt desinfiziert und dann hat sie da einfach in die Mitte bei mir reingestochen, um das Ding einfach aufzureißen. Ja. Tja. Bei mir auf dem wichtigen Platz Schläfe. Schläfenpickel. Ja, Schläfenpickel. Das sind, glaube ich, auch immer die bei irgendwelchen Clickbaits immer sagen so, da darf man keinen Pickel ausdrücken, sonst stirbt man. Echt? Ich hab definitiv schon mal so einen Clickbait gelesen, ja. Vielleicht, weil da drunter irgendwie die Hirnschlagader liegt. Liegt da die Hirnschlagader? Ich glaube nicht. Hat das Hirn überhaupt eine Schlagader? Ja. Ja? Was ist denn das denn eigentlich? Schlagader ist nicht einfach nur eine Ader, die so stark ist, dass sie... Ich habe voll hingerotzt hier. Wir sind übrigens am Brunchen. Ja, vielleicht hört man das ja. Ich habe gerade Cheddar auf mein Körnerbrötchen getan, vom Merze nicht. Ich hab mich richtig angestrengt. Ich bin zum Kölschen Bäcker gegangen, um für Sebi die richtigen Brötchen zu machen. Das ist sehr lecker, das ist echt schön. Ich habe dich fast schon eingeschätzt. Ah, okay, da geht's zum Backwerk oder noch schlimmer. Ich hasse Backwerk oder Backkönig. Oder noch schlimmer, zu so einem Kiosk, was so eine Backabteilung drin hat. Oh, da wusstest du die ganzen guten Tipp- und Ja-Brötchen, Aufbackbrötchen. Genau, nee, aber nee, du hast mich gerade positiv überrascht. Ich bin ja selber, also ich weiß, dass du so ein Körnermensch bist. Aber ich bin übrigens, hier gerade die Guinness-Marmelade aufgemacht. Wir haben Guinness-Marmelade vom Papp bekommen. Sticky Onion Marmelade von Guinness, kann ich nur empfehlen. Super geiles Zeug. Boah, schmeckt gerade eh nichts. Das ist richtig, aber das, glaub mir, das riechst du trotzdem. Guck mal, wie das auch richtig schleimt. Riech mal dran, guck mal. Das sieht ja schon eklig aus. Das ist halt... Oh, Zwiebeln mit Guinness angemacht. Nimm das weg, Wookie, wir frühstücken. Das ist richtig lecker. Boah, Alter. Boah, ist das geil. Da musst du hauchdünn machen und dann mit Käse oben drauf. Ich habe gerade irgendwie meinen kleinen Staubsauger mit rumlaufen. Ja. Das ist die Kira, ne? Die Kira ist... Ja, aber jedes Korn, was runterfällt, liegt da maximal 10 Sekunden, dann ist es weg. Wo waren wir eigentlich gerade? Die ekligen Sachen mal weg mit Pickeln, ne? Schnodder, Pickel, Zahnfleisch. Ja. Ja, wir frühstücken jetzt. Ne? Ein gutes Glück. Ist das hier ein Frühstück, wie du es erwartet hast? Ich hab ja, du hast eine Sache, muss ich sagen, eine Sache an dir ist, du hast ein Klischee hier. Was denn? Und zwar, du bist einer, der geschlossene Sachen auf den Tisch legt. Oh. Und ich bin einer, der, wenn ich bei jemandem zum Frühstück bin und ich sehe Aufschnitt, der verschlossen ist, dann kann ich den nicht aufmachen. Ich bin dann immer so, ja, ich bin da sehr gut erzogen. Aber es gibt doch nichts Schlimmeres als einen Wurstteller. Wolltest du jetzt auf den Wurstteller hinaus oder hätte ich einfach nur die Packung aufmachen? Nee, muss nur auf sein, muss nur auf sein. Ist doch scheiße. Dann sind ja, alle aber jetzt mache ich etwas, was ich schon ewig nicht gemacht habe. Oh, pass auf. Was ist das für ein Geräusch? Das zwei live. Können wir eins live sagen? Eins live macht diese Show nicht, aber mach mal. Okay, NDR 2 oder Radio Hamburg hat es, glaube ich. Das Podcast-Geräusch. Das Podcast-Geräusch des Monats. Oh, was war das? War das A, Wookie, der gerade in Ohnmacht gefallen ist? War das B, Sebi, der sich gerade eine Facepalm gegeben hat? Oder war das D, ich habe B vergessen, oder? Nee, das war's nicht. Ja? Oder war das C, ein Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher, der auf ein Ei gedonnert ist? Ich habe jetzt die Möglichkeit, interaktiv abzustimmen. Guck mal. Mit richtig filigran vorsichtig habe ich perfekt diese Eierschale abgezogen. Also, du hast damit gespoilert, es war ein Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Richtig, weil ich auch noch rede, dementsprechend kann ich nicht ohnmächtig sein.
Und ich habe B vergessen. Was war mit dir? Also Facepalm. Ja, das tust du ja oft genug. Ja. Und das wissen die Leute, glaube ich, sehr gut, wie das klingt bei dir. Vor allem, wenn man mit dir Podcast aufnimmt. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Die Folge heißt jetzt übrigens Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher. Okay. Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher. Ich finde es auch gut, das ganze Redaktionelle einfach während eine Sendung zu machen. Das hält danach immer so sehr auf. Ich meine, und die ganzen Hipster-Podcasts auch. Ja, ich bin auch immer am Überlegen, okay, was nehme ich denn als Zitat? Gemischtes Hack macht das schon ewig. Von Anfang an, dass sie sich erst in der Folge entscheiden, wie sie Folge heißt. Und mir fällt auf, dass Fest und Flauschig auch immer mehr in die Richtung geht. Ja, aber auch, ich muss ja den Text schreiben und ich muss ja auch das Zitat bei mir aussuchen. Das entwickelt sich ja erst in der Sendung. Ja? Sag mal, du bist ja auch so ein aktiver Podcast-Hörer. Doch, ne? Ja. Ist ja so, ich meine, wir sind jetzt ja, wir haben ja Fame, aber wir sind ja trotzdem bodenständig. Das ist so ein typischer Salzstreuer, wo man nicht weiß, ob Salz rauskam oder nicht. Ich bin bodenständig, ja. Kam raus. Du bist ja so ein bodenständiger Podcast-Hörer. Podcaster. Du hörst ja auch noch Podcasts trotzdem, ne? Hörst du eigentlich in letzter Zeit noch Fest und Flauschig? Nee. In der letzten Zeit, ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Podcast hören. Ich höre eigentlich nur Podcasts so ein bisschen auf dem Weg zur Arbeit. Und da habe ich meine Priorität gerade auf dem Podcast-UFO. Ja. Einfach, weil ich hoffe, dass Matthias irgendwann mal auf die Idee kommt, dem Florentin davon zu erzählen, dass er zwei Typen kennt im Podcast. Aber, die höre ich. Wenn du versuchst, dass das irgendwie klappt, dann solltest du vielleicht Matthias Arbeit ein bisschen mehr wertschätzen live auf. Ey, komm, ich habe gestern hier auf diesem, wie heißt der Sender, YouTube, da habe ich ihn geguckt, da hat er gespielt. Ja. Penner, hast du es mir gespoilert. Ach komm, der Matthias saß da rum und hat mit Florentin Will. Ich freue mich jeden Montag, wenn wieder Nerdquiz-Zeit ist. Das kommt jeden Montag? Nein, aber wenn, dann kommt es Montag. Kommt pro Saison, glaube ich, einmal. Und Matthias, herzlichen Glückwunsch. Sehr solide Leistung. Aber es ist so, ne? Wir beide sind ja auch eher so für Special Knowledge zuständig beim Quiz. Die Antworten, die Florentin gegeben haben, die waren eigentlich am Ende der Brüller, ne? Also erstmal, dass er sich dann mit der Pringles-Soße verkackt hat. Ja. Aber die Marathon-Erklärung, die fand ich schon grandios. Ja, aber die hat er ja auch geraten. Ist egal. Lohnt sich nicht darüber zu reden, weil die Leute, die das hier hören, wissen ja nicht, worüber wir reden. Guck das Nerdquiz auf Rocket Beans TV. Ja, nachdem ihr uns angehört habt, weil das ist Konkurrenz. Guck nicht die Folge von letzter Woche. Oje, Digga, Alter, die war übel. War richtig übel. Hat dann, glaube ich, nur einer Punkte gemacht. So, und am zweiten Podcast höre ich, wie heißen sie? Radio Nukula. Nein, den Happy Day Podcast. Wer ist das, der Happy Day? Der Happy Day Podcast ist ein lustiger Podcast, gemacht von einem Österreicher und einem Niederländer. Der Niederländer ist aber, glaube ich, ein Deutscher, der wohnt nur in Utrecht. Bei dem war ich sogar schon mal live, aber da geht es meistens darum, wie zwei Anfang 40-Jährige mittlerweile mit dem Leben und den Kindern klarkommen und dabei noch sich gegenseitig dann erzählen, wie denn ihre letzten Onanier-Geschichten waren und sowas. Sehr lustig anzuhören. Okay. Ja gut, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Fest und Flauschig hat sich jetzt eine Hotline eingerichtet. Und die spielen tatsächlich auch die Anrufer ein in der Folge. Echt? Ja. Dann habe ich natürlich, ich glaube, jeder, der zuhört, hat sich in dem Moment gedacht, okay, das würde ich eigentlich erzählen, wenn ich da anrufen würde. Was soll man denn da erzählen? Naja, du kannst im Grunde genommen anrufen und ihnen irgendwas von dir erzählen. Und wenn du Glück hast, wirst du halt irgendwann von denen zurückrufen und dann wird es live aufgenommen. Telefonat. Verstehe. Und da habe ich mir gelegt, was kann man denn erzählen von mir oder von uns, dass die einen zurückrufen? Und da habe ich gedacht, also erstmal, per se 99% aller Anrufe, die in irgendeiner Weise auch nur im Nebensatz erwähnen, dass sie einen eigenen Podcast haben, werden ignoriert. Ja. Ne? Wegen Selbstpromo und so. Ja. Aber ich glaube, eine einzige Chance gibt es, und zwar dieses wunderbare Thema, was mir eingefallen ist. Wir haben einen Podcast. Ja, also wenn man das so aufziehen würde von wegen so, hey, Jan und Olli. Wir haben einen Podcast wegen euch. Wir haben einen Podcast wegen euch. Das ist schwachsinnig. Warte. Ja. Also unter anderem wegen denen natürlich. Die waren natürlich schon begründet, ne? Nein. Klar, Alter. Ich habe mir die nie als Vorbild genommen. Nicht unbedingt als Vorbild, aber die haben einem das Gefühl gegeben, dass man auf jeden Fall auch was machen könnte. Also ich kann mich auch an kein Stück dieser Sendung erinnern, die wir hier machen, die irgendwie ansatzweise nur in die Richtung... Nee, im Nachhinein haben sie ja sogar von uns was genommen. Ne? Die haben ja, glaube ich, unsere drei Dinge so ganz leicht abgewandelt. Ja, die haben das Intro geklaut. Ja, genau. Und das auch, genau. Nee, aber was ich erwähnen würde, wäre höchstens von wegen, ey Leute, was darf man als Podcaster eigentlich alles? Welche Verantwortung hat man? Man hat eigentlich nur die Verantwortung über die Podcasts, die aufgrund deines Podcasts entstehen. So wie wir jetzt Verantwortung über Dirk haben. Okay.
Und Robert. Ah. Also alle, also Podcasts, die nach und genau. Die wegen uns entstehen oder nach uns entstehen? Nach uns. Wo man zu einem gewissen Prozentsatz irgendwie, ja, also Grund ist, dass es den vielleicht doch gibt. Hat Dirk 0% hat Dirk gesagt, ne? Übrigens eine sehr liebe Message auf Twitter, ne, vom Dirk. Ja, sehr, der hat gesagt, ihn gibt es nur wegen uns. Ich glaube ja eher, dass es ihn gibt, weil seine Eltern Geschlechtsverkehr hatten, aber darüber redet man nicht. Du hast übrigens was im Haar. Könnte ein Korn sein, kann aber auch eine Schuppe sein, kann auch ein Blatt sein. Ist weg. Ich glaube, das ist ein bisschen Haarcreme. Hm. Aber gestern war anscheinend International Podcast Day. Ich habe einen Mund voll, Entschuldigung. Ne? Aber gestern war anscheinend International Podcast Day. Das habe ich noch gesagt. Sag mal Kirche. Nee, mit Mund voll. Oh, Kirche. War Kirche trotzdem nicht, ne? Ja. Gestern war International Podcast Day. Und davon habe ich irgendwie gar nichts mitbekommen. Dann habe ich dann versucht, so ein bisschen auf den Choo-Choo-Train raufzuschmeißen am Ende und so ein bisschen Like abzubekommen, ja. Aber dabei mal ganz großes Hallo an die Leute draußen, die an uns gedacht haben und wo wir dann irgendwelche Auflistungen aufkamen, wo ich mir gar nicht so bewusst war, oh, wir werden echt von Leuten gehört, die ich gar nicht kenne. Schön, ne? Das ist echt schön. Ein bisschen beängstigend, weil irgendwie hat man dann ja doch Verantwortung. Weil, ich glaube, hätte Hitler damals schon die Möglichkeit gehabt, einen Podcast aufzuzeichnen, wäre er viel früher nach Polen gefahren. Hitler hätte keinen Podcast gehabt. Warum nicht? Das wäre Goebbels. Nee. Goebbels wäre der Podcaster. Nee. Doch. Nein. Doch. Ich, pass auf. Das ist der Punkt. Also, du brauchst ja immer so eine Dynamik, ne? Guter Podcast geht ja meistens nur, wenn es zwei Leute sind. Ich kenne nur einen Podcast, zwei Podcasts, wo Solo-Personen aufnehmen und das gut ist. Das ist immer das Podquiz und der Einschlaf-Podcast. Ist klar, dass du gerade nicht den Ablagestapel genannt hast, oh, ja. Und auch nicht den von Matthias, der oft natürlich ein Gast Matthias hat. Matthias ist immer ein Gast. Okay. Entschuldigung. Nein, natürlich Dirk, du machst eine super Arbeit. Mhm. Okay, drei. Ich habe gerade nur ein bisschen internationaler gedacht. Deswegen. Mhm. Aber, worauf ich hinaus will, genau. Da herrscht ja immer so eine, es müssen immer zwei Charaktere sein. Das ist, glaube ich, auch ein Problem bei uns, dass wir uns teilweise zu ähnlich und teilweise zu weit auseinander sind. Ne? Mhm. Also, ich bin der coole Lustige. Und Verstrahlte und Querdenkende, genau. Nein, wir sind beides Zicken, aber in komplett unterschiedlichen Bereichen, weißt du? Das ist ja gar nicht wahr. Aber du brauchst eigentlich im Grunde genommen, also ich glaube, fest und flauschig funktioniert deswegen, oder auch gemischtes Hack, weil es den einen Albernen gab, es gibt den albernen Straßenjungen, ne, mit Herz dabei, und dann gibt es den etwas satirischen, durchdachteren Charakter. Wer bin ich? Oder sagst du, wir funktionieren deswegen nicht? Ich glaube, du bist der satirische Durchdachtere. Okay, ich? Uns beiden, ja. Ah, ja. Das liegt einfach daran, weil du sagst ja immer, dass wir hier keine Redaktion machen und uns nicht vorbereiten. Aber genauso wie du deinen Twitter-Account handelst, verbringst du halt viel zu viel Zeit damit, darüber nachzudenken. Und super viele Sachen, die du mir hier erzählst, hast du dir im Kopf schon längst vorgeskriptet. Überhaupt nicht. Jeder Tweet, den ich raushaue, ist eine Schnellschlussaktion. Der ist mir gerade in den Sinn gekommen und ich haue ihn raus. Ich habe keine Tweets vorprogrammiert. Ich weiß jetzt noch nicht. Vorprogrammiert. Nein, aber nein, Ich weiß jetzt noch nicht, was ich in 3 Stunden twittern werde. Wenn du in 3 Stunden was twitterst, weißt du es aber schon in 2,5 Stunden. Nö. Ja. Mhm. Aber hier teilweise erwische ich dich doch dabei, dass du hier und da mal etwas vorbereitet hast. Und ich sehe es an deinem Blick. Du hast dann immer so einen Blick drauf, weißt du? Du guckst mich dann an und bist dann, du hast so eine Erwartungshaltung von wegen, ob das jetzt gleich funzt. Nö, das ist halt meine Erwartungshaltung, wenn mir gerade was eingefallen ist. Und ich hoffe dann noch. Das ist ja auch gar nicht jetzt hier zu verteidigen. Das ist überhaupt nicht negativ. Nö, das aber ist schon negativ. Du sagst. Nein, das ist nicht negativ. Nein, das ist, du kritisierst meine Spontanität. Ich bin verdammt spontan. Ja, okay, los. Klassischer Spontantest. Nee, los. Oder so. Ach, du bist los, Comedian. Sei mal witzig. Ja, erzähl mal einen Witz. So, ich habe jetzt übrigens gegen die Natur gearbeitet und ich habe jetzt einfach selber aufgebaut. Bitte, hast du die Kölner Leberwurst, die Kölner Fleischwurst auch gemacht? Ist übrigens, muss ich auch mal ansprechen, gerade das erste Mal diese Woche, dass ich zu Hause Fleisch esse. So kann ich es formulieren. Weil es ist gerade so, dass andere Leute hier im Haushalt versuchen, gesünder sich zu ernähren. Ja. Was jetzt nicht negativ konnotiert. Aber meine Mama hat gesagt, wir sollen unseren Es ist einfach so, abends wird jetzt hier gerade vegan gekocht, was okay ist. Und es schmeckt erstaunlicherweise. Ich war ja immer so einer, ich habe es nicht verstanden. Aber, ja, ich habe jetzt mal so, ich mache Anführungszeichen in die Luft die ganze Zeit. Ja, ich sehe es. Veganes Hühnchen, also Sojahühnchen und so, halt in meinen Salat gehabt und so. Und ich muss sagen, ja,
wenn man mit der Einstellung rangeht. Aber gut, aber Fleischersatz halt. Ne? Ja, aber wenn man mit der Einstellung rangeht, okay, ja, ich esse hier bewusst gerade Fleischersatz, ja, dann passt das schon. Also ist jetzt überraschend lecker, möchte ich mal so sagen. Vielleicht bin ich deswegen auch gerade krank, ich weiß es nicht, weil mein Körper absolut nicht daran gewohnt ist. Dann hast du eine Sojaallergie. Naja, das wäre, glaube ich, das wäre viel schneller aufgefallen. Vielleicht. Aber ja, weil ich die nun mal gesagt habe. Also, ich finde es übrigens ganz gut, dass du mich gerettet hast davor, dass wir die klassischen deutschen Podcasts wirklich mit einem möglichen Hitler-Podcast, dass wir da nicht weiter drauf eingehen. Ich wollte sagen, ich glaub, der Rest Hitler kann sich Goebbels hätten zusammen ein Goebbels hat das iPad gehabt, mit dem aufgezeichnet wurde. Wer, Hitler und Goebbels, wer von den beiden hätte den Einspieler gebastelt? Der und wäre das dann, und wär das dann Moment, Hermann Moment. Göring, der dann irgendwo sagt von wegen so, ja, jetzt hier, da saß ich im Pfleger, ne, und dann haben meine Füße geblutet. Nein, nein, die haben Göring als Introsprecher gehabt. Der kam halt auch nicht jede Woche, weil er hat auch was gegen Hitler gehabt, so ein bisschen. Eigentlich wollte er ja Hitler sein. Ich glaube, das geht wieder in die falsche Richtung. Ja, ja. Ja, obwohl, ich finde Nazis, sich über Nazis lustig machen, was wir ja hiermit tun, ist eigentlich immer, also das ist halt immer, ja, ich glaube, wir spielen die Hitler-Karte. Hitler-Karte. Die spielen wir immer sehr, sehr, sehr viel aus und zu leichtmütig, weißt du. Es ist zwar witzig, wenn man sich einfach so mal darüber beömmelt, aber es ist wie bei Cards Against Humanity, weißt du. Mhm. Da gibt es ja auch den Hitler und den Robo-Hitler. Mhm. Das ist eine super Karte, mit der kann man sicherlich einen Punkt holen. Aber irgendwann kriegt man beim Spielen mit, ah, den hast du jetzt aber verschenkt. Ja, und du meinst, wenn wir zu oft auf die Hitler-Karte hier in diesem Podcast spielen, ist es irgendwann nicht mehr witzig. Kennst du Verflixte Klicks von Rocket Beans TV? Nein. Das ist eine Sendung mit Lars-Erik Paulsen und Florentin Will. Ja. Und da raten die YouTuber, wie sagt man denn? Zuschauerzahlen? Ja. Klicks. Klicks. Klicks, nennen wir es einfach Klicks. Ach, die machen das, was das Neo Magazin erfunden hat? Nee, das ist tatsächlich von Florentin im Rocket Beans TV erfunden worden. Okay. Und Florentin hat es mit rübergebracht. Bestimmt. Ist so. Ja. Wollen wir wetten? Ist mir doch vollkommen egal. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du das dann einfach jetzt grundlos runtergeredet. Na, weiter, ja? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es ja die Fischkarte. Die Fischkarte. Ich habe keine Ahnung, was die Fischkarte macht, ehrlich gesagt. Aber die ist immer ein sehr großes Spektakel. Was hältst du davon, wenn wir die Hitlerkarte einführen in unserem Podcast? Und dann machen wir es auch so. Geräusch und dann, wenn der Hitlerwitz kommt, wir könnten uns wirklich... Was passiert denn dann? Ja, einfach nur so ein Jahrmarkt-Sound, sobald man dann einen Witz über Hitler gemacht hat. Ach so. Wir könnten der Podcast sein, der einmal pro Woche einen richtig guten Witz über Hitler macht. Mit Hitler oder für Hitler? Oder über Hitler? Über Hitler. Über Hitler. Über Hitler. Und zwar im negativen Sinne. Sehen wir. So. Ja, danke, dass du mich nochmal darauf hinweist. Ich wollte nur sicher gehen. Naja. So, ich beiß jetzt in meinen... Ob Hitler sich mal gegenseitig, ob die ganzen Nazis da oben saßen und sich gegenseitig Witze erzählt haben? So in Obersalzberg? Ja, die sitzen da oben und erzählen sich gegenseitig irgendwelche Witze, wo man heute sagen würde, oh, hat er nicht gesagt. Darf er das? Also. Und das war eine Anspielung auf Kristall. Wegen der Kristallnacht. Ja. Ja. Das ist aber ein interessanter Punkt. Guck mal, ich bin ja zum Teil Pole, ne? Ja. Deswegen... Wenn jemand kam und sagte, ich bin ja ein Fan von schwarzem Humor und bösen Witzen und so, Black Humor. Und wenn jemand kam und mir einen Polenwitz erzählt hat, dann wollte ich wissen, ob er gut ist. Und wenn er gut war, habe ich auch gelacht. Hm. Aber tatsächlich, und das über jede ethnische Gruppe und so weiter, weißt du, kann ich einen Witz hören, ich kann darüber lachen und ich kann das halt differenzieren. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Hitler da mit seinen kleinen Mini-Pimmeln saß und sich gegenseitig schlechte Judenwitze erzählt hat. Und deswegen würde ich bei Judenwitzen immer vorsichtig sein, weil das tatsächlich, ich würde das, wie du so schön gerade gesagt hast, mit Hitler wirklich konnotieren. Aber das ist ein falsches Wort eigentlich. Deutschland vielleicht. Aber dabei assoziieren. Geh mal nach Amerika. Die Amerikaner haben mindestens genauso viel gegen Nazis wie wir, weil die haben auch gegen die Nazis gekämpft und Hitler war böse, ja? Trotzdem. Die sind super spät erst dazugekommen. Trotzdem hast du vor allem in der amerikanischen Comedy-Kultur eine durchaus gängige Art, antisemitische Witze zu reißen. Allein guck dir Family Guy an oder guck dir einfach jede andere Show an, wo irgendwie eine jüdische Figur drin auftaucht. Ja, aber ich glaube, ja. Aber diese ganzen Comedy-Shows, die sind auch gleichzeitig sehr oft von Juden auch produziert und so weiter, weißt du? Das ist ja nicht einfach nur so ein Gerücht, das nicht greifbar ist. Es ist nun mal so, dass sehr, sehr viele Juden
In der Unterhaltungsbranche in den USA ist ein sehr großer Teil jüdisch. Das ist einfach so. Und viele verbinden das dann halt mit dem Humor. Aber es, man sagt ja auch, es gibt ja einen jüdischen Humor. Ja. Aber es sind ja keine Judenwitze, sondern jüdischer Humor. Das ist halt so eine ganz eigene Art, sich selber halt ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, weißt du? Der auch echt witzig ist. Und gerade so, gerade, keine Ahnung, Curb Your Enthusiasm, der Typ da. Also ich muss jetzt gerade... Weißt du, kennst du den Typen von Curb Your Enthusiasm? Nee. Das ist dieser Alte mit der Brille. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich mag den persönlich auch nicht so sehr, weil der ist mir zu aggro. Der ist so ein bisschen... Ich glaube, der hat sogar Stromberg erfunden, das ist original. Aber der hat zum Beispiel auch, wofür hat er geschrieben? Seinfeld und so. Und damit fing es an. Und wenn du die ganzen Serien aus den 90ern gesehen hast, weißt du, auch die Comedy-Shows und so, dann waren da meistens halt auch jüdische Nachnamen und so. Als ja klar, aber warum ist es okay, wenn ein Amerikaner sagt, ein Jude ist geizig und zählt das Geld und wenn der Deutsche den gleichen Witz macht, dann ist er direkt Nazi. Und wenn es ein Jude selber sagt? Ist Seth MacFarlane Jude? Ist Seth MacFarlane Jude? Ich weiß es nicht, aber ich muss jetzt nur an diese jüdische Figur in Family Guy, die ich einfach sehr witzig einfach auch finde, ja. Aber Mord, genau. Der Apotheker, der sehr, sehr geizig ist, was, glaube ich, das Geld angeht. Und das mehrmals da gezeigt wird. So, und das ist ja so ein stereotypisches Vorurteil, ja. Aber Family Guy macht einen Umschlag, deswegen mag ich das auch. Denen ist ja egal was, weißt du? Gerade gestern noch, die 16. Staffel ist jetzt auf Netflix. Und habe angefangen zu gucken. Oh, warum habe ich denn das andere geguckt? Und das ist so herrlich, weil da kommt eine ukrainische Tagesmutter an und dann fragst du so, was ihr eigentlicher, fragt Brian, was ihr eigentlicher Auftrag in den USA ist. Und sie meinte, sie müsste kommunistische Maus Feivel umbringen. Und dann kommt so ein Typ, kommt so eine kleine Maus als Nachbar raus, namens Maxwell Power oder so. Und so, na, ich bin nicht Feivel, steigt in sein Auto, das Auto explodiert. Und dann meint Brian so, waren Sie das? Und dann meint sie so, nein, da ist mir einer zuvor gekommen. Und dann sieht man um die Hausecke Mickey Maus mit einer Kippe. Und dann kommt Peter rein und meint von wegen, boah, ich erzähle hier gerade, ich hatte du nur vor, gerade komplett. Ja, das ist nur ein Joke und ich meine viel länger als er ist, aber egal. Aber dann kommt Peter und meint von wegen so, wenn man Figuren aus anderen Marken benutzt, dann muss man das immer mit einem kritischen Kommentar versehen, damit das erlaubt ist. Und das haben wir so gemacht, weil Mickey Maus einfach Juden hasst. Ja. Und dann ist so, und guck, also da macht er zum einen Witz über Mord, aber zum anderen mehrmals, sagt Family Guy ja auch einfach was Walt Disney für ein krasser Antisemit wohl war. Ja. Also Serien wie Family Guy geben mir das Gefühl, dass Walt Disney wirklich Antisemit war. Das ist auch wieder gefährlich, wenn das nicht stimmt, dann machen die da wirklich was falsch. Ja, vielleicht. Ja. Trotzdem wollte ich eigentlich darauf hinaus... Wir gucken die neue Staffel, die ist gut. Mach ich, aber wenn es eine deutsche Serie wäre, ja, so ein, weiß nicht, wenn es eine deutsche Family Guy Serie, dann wäre sie erstmal total schlecht, weil die Deutschen keinen Humor haben und keine Zeichentrickserien produzieren können. Wir haben einen anderen Humor. Ja. Deutschland findet sich gerade, was Humor angeht. Die Dänen sind uns voraus. Die Dänen haben in der Welt ganz kleinen Stempel gesagt, so, wir können auch Comedy, aber ganz anders. So Adams Äpfel oder dänische Delikatessen oder so. Ja, sehe ich weniger als Comedy, sehe ich mehr als Comedy. Das klassische Komödie. Ja, das ist eine Komödie, genau. Das ist mir klassisch griechisch. Klamauk. Das ist, ja. Aber wenn der deutsche Comedy sagt, ja, dann hast du immer Bulli. Na, noch schlimmer eigentlich. Du denkst als erstes eigentlich im Moment immer Mario Barth und den Nur. Ah, okay, ich unterscheide aber Stand-up mit Comedy auf der Leinwand. Ah. Also, Stand-up-technisch waren wir, glaube ich, noch nie so sehr am Arsch, was öffentliches Stand-up angeht. Ja, seitdem Michael Mittermeier nicht mehr da ist. Mittermeier war damals bei ProSieben noch gut. Sept war ein super Programm, wo er meinte, dass er, wo er irgendwie in die USA gereist ist und sich im Hotel umgesetzt hat und nur Fernsehen geguckt hat. Und am Ende wieder auf den Kakerlaken-Kiffen-Witz gegangen ist, wo man dann irgendwann Cheech und Chong gesehen hat und dachte so, ist auch nicht deine Idee. Es kann sein. Es gab in den 80ern, gab es mal irgendeine CD von Mittermeier. Aber ja, da hat wieder was gemacht. Ja. Otto kommt nächstes Jahr in die Kölner Arena. Hast du Bock, mit mir dahin zu gehen? Oh, nee. Aber der lebt nicht mehr lange. Ja, aber... Und das ist, glaube ich, mal jemanden, den du gesehen haben musst. Ich glaube, ich bin schon mal um Blankenese über den Weg gelaufen. Ja, aber war er da witzig? Also, ja, zu der Zeit war der noch witzig für mich, war aber an dem Zeitpunkt nicht witzig. Jetzt ist er aber nicht mehr witzig für mich. Für mich ist Otto nicht gut gealtert.
Otto ist sehr gealtert und ich glaube, das Problem, sein Humor ist aber nicht mitgealtert. Genau. Ja, sein Humor, er hat einen Twitter-Account, aber da ist er nicht witzig drauf. Der wärmt auf. Der wärmt auf? Mhm. Die alten Witze, haut schon mal in die Mikrowelle. Ja, weil die ja noch gut sind. Hänsel und Gretel geht heute immer noch. Hänsel und Gretel ist ein Klassiker. Und Englisch for Runaways. Nee, ist auch nicht mehr so. Natürlich geht das noch. Englisch for Insiders. Englisch für Reingefallene. Verstehst du, weil das ist einfach so 1:1 übersetzt. Die Merkel hat gerade. Okay, wir haben heute interessante Sprünge. Die Merkel hat die holländische Königin oder Kronprinzessin, keine Ahnung, ist das die Königin eigentlich? Das ist die Frau vom König. Ist nicht automatisch die Königin, ne? Das ist dann, glaube ich, eine Kronprinzessin, oder? Warte, wie war das denn bei Game of Thrones? Die Königin-Regentin? Vielleicht. Der Mann ist der König. Wenn das jetzt stimmt, ne? Der Mann ist König. Gib mir mal hier. Mann ist der König und Frau ist angeheiratet. Die Maxima. Maxima. Ja, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt Königin ist oder nur angeheiratete Königin. Ich weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall mit Merkel sich auf Englisch unterhalten, ne? Und hat dann. Ich glaube, die unterscheiden sich auch auf Deutsch. Und hat dann ihrem holländischen Akzent auf Englisch gesprochen, ja? Und hat was davon gesprochen. Last weekend I talked to France, ja? Statt France. Ja, she talked to France. Und Merkel was exactly like this. Du willst Franz. Du willst Franz, Herr Fürth. Ah, France, ja, si. Merkel. Das ist ja auch unhöflich, oder? Ja. Ja, die hätte ja mal Deutsch lernen können. Aber die Merkel hat sich doch immer ein bisschen anstrengen können, du. Vielleicht. Ja. Ich weiß gar nicht, kann Merkel gut Englisch? Ist das bestimmt besser als Guido Westerwelle? Ja, der hat ja gesagt, dann finde ich auch okay, musst du nicht unbedingt. Doch, als Außenminister musst du repräsentieren und du repräsentierst Deutschland im Ausland. Das heißt, du solltest auch eine Vorbildfunktion sein für alle Deutschen, die sich im Ausland aufhalten, ob es jetzt Urlaub ist oder auf Dauer. Du gewisse Sprache, also Deutsch, Englisch muss schon ordentlich sein, weißt du? Aber Deutschland hat sowieso ein Englischsprechproblem. Also es gibt super viele Leute, die haben einfach so ein schlechtes Englisch. You don't say. Und ich würde sagen, mein Englisch ist schon scheiße. Your English is sucking. Yes. I really think my English has improved the last year because really talk a lot of English the whole day because I have an Indian colleague in my office. I often say in my bio, but bio ist ein Stift, ja. Und Bayro. Immer Bayro. Alter, let's meet in my Bayro. Und I said this so often, ja. Meet me in my Bayro. Triff mich in meinem Stift. Kugelschreiber oder so, ja. Ja, funny. It's funny, cause it's true. So. Ja. Ja, ich find's aber auch konstant von dir, dass du auch deinen Sprachfehler halt auch wirklich in die andere Sprache mit reinnimmst. Ja. Das war der Beweis, dass es wirklich keine Show ist, weißt du, dass du hier nicht einfach billige Dank. Likes What should I do? Yes. My tongue is like this, ja, yeah? And this is because I cannot speak in S. But in English you can say exotic. Exotic. Siehst du? Viel besser als exotisch. Exotisch. Hurensohn. Son of a bitch. Ja. Ich finde es geil, wie mit diesem Begriff Son of a bitch, ich esse gerade wieder, Entschuldigung, im Englischen einfach wirklich viel mehr hausiert wird als hier. Übrigens, falls sich jemand aufregt darüber, dass wir essen, ne? Wenn ihr gerade Donnerstag irgendwo in der Bahn sitzt oder so, dann macht einfach aus und spart euch die Folge bis Sonntag auf. Weißt du, macht euch Sonntag früh ein Frühstück, macht euch auch einen Brunch. Wir hören das Ganze einfach zusammen beim echt mit euch. Wir hören das zusammen am Samstag beim Bayer auf der Hochzeit. Wir haben übrigens kein Intro wieder bekommen, weil der Bayer gerade im Hochzeitsstress ist. Das ist eine echt starke Leberwurst. Ja. Die hat ordentlich Leber drin. Das ist Kalbsleberwurst. Ja, die ist ordentlich, die hat ordentlich Aroma. Das ist eine richtig gute Leberwurst. Das ist verdammt gute. Und was ist das? Ist das Kaffee? Das ist Kaffee, ja. Schlürf. Ich hätte gerne noch einen Kaffee. Kann ich mal machen? Ja, ich gehe mal gerade. Sebi, mach mal einen Kaffee. Ich mach mal. Ich gehe meine. Ich erzähle einfach kurz unser lieber Intro Bayer. Unser lieber Intro Bayer heiratet am Samstag. Happy Holiday. Und ihr wisst alle, was das heißt, ne? Da wird nämlich ordentlich live aufgenommen, ne? Natürlich, wir laufen die ganze Zeit mit Mikro. Wir streamen. Wir machen Instagram live aus der Kirche. Ja, mit Twitch und mit. Periscope und alles. Mit alles. Alles, mit alles. Und scharf. Mit alles. Die Maschine muss noch einheizen. Ich mache dir so einen Öko-Nespresso-Kaffee, ja. Sag mal die Kapsel? Ja, ist Bio-Aluminium. Biolinium. Biolinium. Ja, irgendeiner muss die ja verbrauchen. Die werden so massig hergestellt und verpesten so massig unsere Luft, ja.
muss sich doch einer opfern, die dafür zu verbrauchen, oder? Halt's Maul. Was soll ich denn hier? Keine Ahnung. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, um die zu kaufen. Glaube ich. Macht's auch nie besser. Ah, aber das ist lecker. Oder? Ja, kauf doch einfach die wiederverwendbaren. Mm. Mach doch nochmal einen Kaffee ran. Wenn ich nochmal einen Kaffee da rein tue, dann kann ich auch eine normale Kaffeemaschine kaufen. Es geht doch gerade darum, dieser Kaffee schmeckt einfach sehr gut. Ja, aber du kannst doch den Kaffee auch so kaufen. Das ist doch einfach nur ein Espresso-Kaffee, oder nicht? Nein, es sind verschiedene Kaffeesorten. Jede ja, aber diese Kaffeesorten kriegst du doch auch. Nein, kriegst du nicht. Wirklich nicht? Nein. Du kriegst den Espresso-Kaffee nicht in Pulverform? Nein. Du lügst. Nein, du kriegst die. Es gibt 20. Soll ich mal. Ich rufe Jack Black und George Clooney an und frag nach. Das ist meine Kaffeesammlung im Moment, ja? Ja, da war ein Haufen Nespresso-Stifte da drin. Ja, und jeder davon schmeckt anders. Der eine hat Schokozusatz, da gibt es ja einen mit Blau. Einen mit Blau, falls es ja nicht gehört. Da gibt es ja einen Kaffee Venezza, keine Ahnung. Was, ne? Aber ich mache dir jetzt zum Beispiel einen blauen Kaffee. Blau assoziiere ich direkt mit koffeinfrei. Nein. Gott sei Dank. Koffeinfrei wäre ein roter Punkt drauf. Achtung, jetzt kommt der Kaffee. Kira, warum ist mein Stuhl nass? War da ein Korn drauf? Ah ja. So ist das, wenn man Zuhörer hat. Wollen wir eigentlich mal über die Woche reden? Was ist denn die Woche? Was wir in der letzten Woche so gemacht haben? Ich war hauptsächlich... Ich schreibe mir immer so Sachen auf. Ach so, und denke mir so, kann man doch eigentlich drüber reden? Ich habe ja ein Ding aufgeschrieben, ich weiß aber nicht warum. Dann komm, lass uns das beide Sherlock Holmes mäßig. Ich habe mir ein Stichwort aufgeschrieben, das heißt einfach nur Quasselstripper. Hast du letzte Zeit telefoniert? Nein. Ich glaube, ich fand das viel lustiger, weil es ja den Begriff der Quasselstrippe gibt und das eindeutig feminin ist. Ja? Ah, und der Quasselstripper? Der Quasselstripper ist vielleicht jemand, der sich. Quasselstripper. Der Quasselstripper ist vielleicht jemand, der sich. Wir sollten das mal bei Google Translate eingeben und vorlesen lassen und gucken, wie es ausgesprochen wird. Quasselstripper. Das ist vielleicht jemand, der viel redet, sich dabei auszieht. Oder sich auszieht und dabei viel redet. Das sind die Leute, wahrscheinlich, die, weißt du, beim ersten Mal dann vor der Frau anfangen zu reden und sich schon mal verteidigen vor dem, was gleich kommt. Und beim Ausziehen halt super sich selbst schon den Strick um den Hals reden. Kira, warum sagst du meinen Stuhl an? Mein Gott. Ah, Moment, ich muss dir. Ich würde mal sagen, das ist ein Zeichen dafür, dass sich hier jemand... nicht um die Hunde, nicht um, also ich bin jetzt schon locker eine Stunde hier, ja? Und Sebi hat der Hündin nichts zu essen gegeben. Ja, weil die das schon bekommen hat. Ja, so. Das sagt er immer. Also Quasselstripper habe ich mir aufgeschrieben. Was mir aber nicht aufgeschrieben habe, ist, ich habe über mir, vielleicht hört sie mir gerade zu. Hallo Nachbarin da oben. Flugzeug. Nee, Nachbarin über mir, ja. Hi. 17-jährige, das war mal die vor 2 Jahren Partys umgeschmissen hat, wo ich nachts hochgegangen bin und noch die Polizei gerufen habe. Ah, was soll's, ich bin halt alte Muskel. Naja, so bin ich halt. Uncool. Ah. Ist so. Ist uncool. Ist mir wurscht. Wenn ich schlafen muss und am nächsten... Hast du selber mit dem Alter solche Partys geschmissen? Ja, nicht in der Woche. In der Woche, wenn ich am nächsten Tag aufstehen muss um 5 und die sind draußen am Feiern, dann bin ich halt der Uncoole, ja? Okay. Ja, so, aber irgendjemand muss diesen Staat ja am Laufen halten hier. Ja, du nicht. Das Bruttosozialprodukt ist nicht umsonst so hoch. Ist ja. Nur weil du an der Bahn stehst und die KVB beim Vorbeifahren mit dem Handy filmst, ja. Was in letzter Zeit übrigens sehr oft mir auffällt, dass einfach Leute an der Bahnstation stehen und warten, bis die Bahn vorbeifährt und das filmen mit dem Handy. Trainspotter. Die ist einfach interessant, die stehen da, haben ganze Kataloge, kannst dir online eingucken, da kannst du dann auch nach Wagennummer suchen, kannst sehen, was für eine Werbung gerade drauf ist, wie die Werbung von einem halben Jahr aussah, was für Schäden die zum Beispiel hatten. Das ist ein unglaublich abgefahren, seltsames Hobby. Also ja. Ich will das niemandem absprechen, weil die, solange die Züge filmen und nichts anderes, kommt ja keiner zu Schaden. Ja. Aber es sieht trotzdem ein bisschen seltsam aus. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du irgendwann mal in die Situation kommst... Sebi, dass es dann, sieht seltsam auf, hör auf damit. Wenn du irgendwann in die Situation kommst, dass da mal ein K5000er mit einem K4000er gekoppelt ist, ne, dann stehst du da nämlich und denkst dir, wow, was ist denn hier bitte los? Weil es sieht einfach nur blöd aus. Du hast 2 Straßenbahnen aneinander gekoppelt, die nicht vom gleichen Typ sind. Das sieht einfach nur scheiße aus. Und wo sind wir denn hier? Die eine, wo die Treppe dann runterfährt zum Aussteigen? Nein, es gibt ältere Niederflurbahnen und neuere Niederflurbahnen. Die K4000er sind Ende der 90er Jahre so entstanden worden. Die fahren hier vor allem auf der 12 und sowas. Und dann gibt es K5000, die sind letztes Jahr. Egal, ich wollte darüber erzählen. Meine 17-jährige Nachbarin. Ich saß hier letztens. Leute, bitte niemals vergessen, was Sebi gerade hier abgeschrieben hat. Ich saß hier letztens und war hier gemütlich am Abendessen mit meiner Frau zusammen. Hund saß daneben, wir hatten gemütlich Musik an und hatten Kerzenlicht an. Und dann hörst du von oben nur ein. So in etwa. Und ich denke mir, mein Gott.
das ist ein Kind. Die hat mich damals, als ich hier eingezogen bin, war sie 12, ja. Und jetzt muss ich mir anhören, wie sie da oben von einem Typen flachgelegt wird. Und das samstags um 18 Uhr. Und samstags um 18 Uhr war ich noch nicht mal betrunken. Da habe ich es noch nicht mal geschafft, irgendwie mir die Hose auszuziehen. Geschweige denn, eine Frau mitzubringen, ne? Die Jugend von heute. Das ist, ja, aber sie mir, da frage ich mich, wo ist denn da genau der Unterschied? Weil als Macy Williams sich dann in der letzten Staffel nackig gemacht hat, hast du es gefeiert. Ja, aber weil sie da ist eine volljährige Schauspielerin. Ja, aber du hast die auch mit 12 oder so oder 8 kennengelernt. Na und, das ist nicht meine Nachbarin, die sehe ich nicht jeden Tag. Naja, du hast aber schon Game of Thrones jeden Tag gesehen. Ja, aber die sieht mich ja nicht jeden Tag. Ja, aber kannst du mal einen schnippischen Kommentar lassen oder so? Oder kannst du morgens mal so beim Müll rausbringen einfach mal so... Ja? Ich habe einen Stecher letztens gesehen beim Rausgehen, der hat auf sein Handy geguckt. Der war genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Kevin? Nee, sehr stümperhaft. Also ich sag mal so, es war kein Dreiviertel. Also du meinst, es war sehr rhythmisch, sehr arrhythmisch. Sehr arrhythmisch, ja. Ja. Also Musiker ist er nicht. In was im Takt fickst du? Kommt immer drauf an. Ich mache mehr Dubstep. So, ja. Vielleicht nochmal ein bisschen Hip-Hop-Scratch und so. Das liegt aber meistens eher am Bett. Meistens. Ja. Wenn das Bett dann anfängt, über die Erde zu rutschen. Sex. Ficken. Ja. Ja, aber das waren so die spannendsten Sachen von meiner letzten Woche, dass ich mir Quasselstripper aufgeschrieben habe und meine Nachbarin beim Vögeln zugehört habe. Danke. Muss man auch mal feiern, ja. Das Leben eines 34-jährigen Städters. Ich habe, mir ist gestern etwas passiert, was vielen Menschen passiert ist, aber mir gestern zum allerersten Mal. Etwas sehr Bescheuertes und Peinliches und Beschissenes. Du hast vergessen, die Prostituierte zu bezahlen. Nee, das mache ich mal. die hat auch schon, die hat ja eine Einzugsermächtigung. Das ist eine Zehnerkarte, ja. Genau. Eine Stempelkarte. Mhm. Beim 11. Mal. Ziehst du einmal die Karte durch. Für Umme. Richtig, untenrum. Wow, klassische Witze. Sehr klassisch. Danke. Ja, schon fast Fips Asmussen, ne? Ja. Ich habe mich gestern ausgesperrt. Wie teuer war's? 0 Euro. Oh, schade. Ja, aber wirklich am letzten Strohhalm gezogen. Also, pass auf. Ich habe ein sehr großes Fenster ja im Wohnzimmer, ne? Mhm. Also sehr groß. Ich habe gefühlt 1,50 Meter mal 1,50 Meter Fenster gefühlt. Das hatte ich sperrangelweit offen. Und ich habe ja Urlaub. Und irgendwann so gegen ich glaube, es war 13 Uhr, klingelt es unten. Also unten an der Haustür. Ich hab kein Mehrstück in der Wohnung. Auf jeden Fall, es klingelt. Ich gehe zur Tür, mach sie auf. Und dann, ne, der DHL-Mann, der braucht immer so gefühlt 5 Minuten, bis er mal verrät, ah ja, ich bin übrigens die Post. Mhm. Dann geht er schon langsam hoch und schreit dann so, Post, über mir schreit schon einer, wer ist da, bla bla. Und ich sage, ja toll, DHL-Mann, ja egal. Guckt mich an und sagt, ich habe ein Paket für einen Nachbarn. Ich so, ja gehen Sie mal hoch, da hat noch jemand gerufen. Und dann hat er mich nicht verstanden, dann wollte er darüber diskutieren. Es hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis ich ihm erklärt habe, dass da oben sich noch jemand gemeldet hat und wahrscheinlich die Person, mit der er sprechen wollte, selber die Tür aufgemacht hat. In dem Moment aber, ne, spüre ich einen Windzug und hinter mir, also ich stehe genau mit den Füßen auf der Fußleiste der Tür, spüre ich nur so, ich habe ja so einen kleinen Penis. Ja, und aber ich meine jetzt eher so, ich habe so einen Knauf in der Mitte meiner Tür, wo man, glaube ich, früher mal so Müll und so rangehängt hat. Mhm. Und ich spüre nur, wie der mich aus der Tür rausdrückt. Und da ich gestern Morgen noch Physiotherapie hatte, war ich genau an diesem Punkt meines Rückens auch unfassbar empfindlich, das hat auch noch wehgetan. Deswegen hat mein Körper nachgegeben, ich bin nach vorne gestoßen. Und während ich mit ihm gesprochen habe, ist die Tür damit zugeknallt. Und ich so, fuck. Und dann meinte der fucking DHL immer nur so, hast du dich gerade ausgesperrt? Ich so, ja. Yeah. Jogginghose, barfuß, eine E-Zigarette ohne Liquid, kein Portemonnaie, kein Schlüssel, kein Handy. Cool. Einzige Chance war also, beim Nachbarn zu klingeln. Oh, der Küchennachbar? Bei meinem Erik. Ach, ne? Der. Der hier. Der Erik halt, ne? Der hat meinen Zweitschlüssel. Erik natürlich arbeiten. Ich so, fuck, okay. Geh dann runter und gucke, ob der Wagen meines Vermieters im Innenhof steht, weil da parkt er immer. Steht. Und das ist, wir haben so eine ältere, nette Lady, die wohnt 2 Stockwerke über mir. Und dann meinte ich so, ja, haben Sie mal Vermieter gesehen? So, wir sind für eine Woche weg. Ich so, Mist. Okay, wieso? Ja, ich habe mich ausgesperrt. Oh, das wäre doof. Und dann hatte ich die einzige Option, dann bin ich rüber zu unserem Friseur gegangen, der bei uns im Erdgeschoss sein Geschäft hat. Und ich wusste, dass der nämlich die Telefonnummer von mir und von Erik hat. Und dann habe ich gehofft, dass er sie noch hat. Und dann hat er gesagt, ey, hast du mal die Telefonnummer von Erik, kann ich Erik anrufen? Und er hatte die Nummer. Dann habe ich Erik auf der Arbeit angerufen und gefragt, hast du Bock auf Homeoffice? Und er so, wieso?
Ist sie ausgesperrt? Ja. Und dann ist er, da durfte er tatsächlich Homeoffice machen, ist durch halb Köln geradelt, innerhalb von 20 Minuten, hat mir die Tür aufgemacht. Hm. Aber während ich gewartet habe, und jetzt kommt der beste Part, kommt dann, also ich habe im ersten Stock, da wo wir wohnen, auf der Treppe gesessen, ne, und hab so Rest gedampft. Hm. Und dann über mir höre ich nur so, wie die Tür aufgeht. Und dann kommt meine Nachbarin raus, die ist, glaube ich, so 70, 80 oder so. Heißt? Immer. Und hält so einen rostigen Dietrich in der Hand. Und meint so, können Sie damit was anfangen? In meinem Kopf nur so, wo zum Teufel weiß sie, dass ich halb Pole bin? Und ich so, nee, ist alles gut, der Erik kommt schon vorbei. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte was damit anfangen können. Hm. Ja, damit habe ich bin aussperrentjungfert jetzt. Das ist gut. Ich habe mir auch mal ausgesperrt, habe mich 250 Euro gekostet. Beschissen. Wird da eigentlich immer das Schloss direkt kaputt gemacht? Nee, ich habe einfach nur, wurde abgezockt. So einfach ist das. Ich war ausgesperrt, wusste es nicht besser, da kam dann jemand vorbei. Nach 3 Stunden, hatte mega lange Anfahrt, da kam aus Köln, ich habe noch in Gummersbach gewohnt. Oh. Ja, weil, das ist nämlich eine witzige Story, ne? Wenn du so mal googelst, nach Türöffnung Gummersbach oder so, ne? Oder wenn du nach Türöffnung Puzzlemuckel suchst oder nach Türöffnung Schlag mich tot suchst, ist immer die gleiche Nummer, weil das so eine Zentrale ist. Da rufst du dann da an und die tun dann so, als ob sie bei dir in der Stadt wären und sagen, ja klar, schicken wir jemanden vorbei, ja? So, und dann kam er halt vorbei, nach Ewigkeiten. Musst du immer fragen, von wo die kommen, ne? Ja, wusste ich nicht. Der hat auf jeden Fall, ja, war mir auch egal, der war da und der sah aus, als ob er die Tür öffnen kann. Das ist ein guter Lifehack. Der ist Cayenne gefahren und hat als Kennzeichen K-E-Y gehabt, weißt du? Key. Ja. Ja, aber dann Leute, fragt immer nach bei der Zentrale, von wo der kommt. Ja, aus der Nähe. So, und dann haben sie dann da halt da rumgemacht und irgendwann haben wir es dann geschafft, die Tür, weil die ist nur zugefallen, ja, Gott sei Dank, ja. Mhm. Und kein Schlüssel steckte oder sowas. Und darum konnte man die mit einem Blech quasi so kreditkartenmäßig aufmachen, mhm, ja. So hat er dann gemacht und dann, ja, dann war er drin und wollte dann 250 Euro haben. Ja, und ich habe dann gesagt, alles klar. Ja, und dann hat er das Geld bekommen. Ja. So läuft das. Ich nenne sowas Lehrgeld. Ja. Ist halt so. Seitdem habe ich das Gespür in meiner Hosentasche, ob ich einen Schlüssel dabei habe oder nicht. Und ich fühle mich auch nackig, wenn ich keinen Schlüssel in der Hosentasche habe. Ja, ich erwische mich auch letzte Zeit immer wieder, dass ich das Gefühl habe, irgendwas habe ich nicht dabei. Ja, fällt immer auf. Handy, ja. Schlüssel, Portemonnaie. Das ist aber auch immer so dieser, ich habe es immer in 3 verschiedenen Hosentaschen, ja, und das ist immer, bevor ich rausgehe, immer dieser einmal tak, tak, tak. Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Das sind die 3 Fragen, die ich dich immer fragen wollte. Und darum habe ich jetzt mal gerade einen schnellen Kaffee aufgesetzt. Du hast gerade den Einspieler vollkommen falsch ausgesprochen. Das sind die 3 Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte. So war das. Oder die kommt doch aufs Gleiche. Ich weiß, aber man muss ja eine Marke machen, Mann. Marken müssen wiederholt werden. Ja, da haben wir das jetzt auch registriert. Dann kommt jetzt das Intro wieder. Das sind die 3 Fragen, die ich dich schon immer fragen wollte. Ja. Okay. Ja. Ich warte gerade noch, bis der Kaffee durchgelaufen ist. Dann ist das störende Geräusch vorbei. Oh, Wasser ist leer. Oh, und der Kaffee ist noch halb voll. Ah, das heißt, sehr besonders stark. Ich hol gerade meinen Kaffee. Das ist doch gut. Willst du tauschen? Oh, nee, das Ding hier raus, dann weiß ich, dass ich Wasser nachfüllen muss. Oh, smarter Typ. So ist der Sebi. Okay, 3 Fragen, die ich dich schon immer fragen wollte. Und ja, zwar ist mir nichts eingefallen. Darum habe ich einfach mal ein bisschen gegoogelt und habe eine schöne Would You Rather-Seite entdeckt. Mm. Ja? Und hab da die besten Sachen mal so rausgenommen, wo ich denke, das ist lustig. Und obenrum weiblich, untenrum Fisch. Und nee, das habe ich übersprungen. Und hab's ja auch auf Deutsch übersetzt, was das Ganze noch witziger macht. Mm. Ja? Okay. Mm. Buki, ja. Wenn du die Wahl zwischen einem Esel oder einer Giraffe hättest, welches Tier würdest du als Fortbewegungsmittel benutzen? Die Giraffe. Warum? Du kannst dich an dem längeren Hals besser festhalten. Du siehst unglaublich fancy aus auf der Fendor. Ne? Also fällt halt mehr auf. Und ist noch schneller. Denkst du denn nicht, du hast irgendwie Parkplatzprobleme in Ehrenfeld mit einer Giraffe einen Parkplatz zu finden? Genau, mit einem Esel. Wie willst du aufsteigen? Tritt
Trittleiter? Ist eine Giraffe von der Fläche her größer? Ich wohne ja im ersten Stock. Ich könnte ja direkt aus dem Fenster eigentlich raufsteigen. Das ist wahr. Und wenn ich mich aussperre, kann ich die Giraffe hochklettern. Siehst du, so einfach wäre das gewesen. Siehst du? Ja. Es hat schwierig ist ein Drive-In dann. Ja, da ist immer die 4-Meter-Begrenzung, glaube ich. Ja, aber da ich weiß, also meine innere Hauswand ist ja komplett mit Efeu bedeckt und so. Mhm. Immer ein kleines Steck für das die könntest du aber so ähnlich wie bei den Dinos machen. Da war auch immer der Brontosaurus, der immer den Kopf halt reingesteckt hat, genau. Wenn sie besucht haben und so Sachen. Und die Giraffe könnte halt morgens immer schön durchs Fenster reinstarren. Schön, mach das Küchenfenster auf, weißt du, kriegt die Frühstück. Weil bei mir kriegt nämlich mein Tier Frühstück. Ist eine Giraffe genauso groß wie ein Esel von der Fläche her, von der Grundfläche? Nee. Ist die größer? Ja? Aber wie wär's dann mit einer Giraffe, die so die Grundfläche hat wie ein Esel, aber halt einen 5 Meter hohen Hals? Also eine Giraffe in Eselgröße würde ich sofort eher nehmen, weil das kommt bei den Frauen dann sowieso besser an. Weil alles, was kleiner ist. Ja, guck dir Mona an, die steht auch auf Corgis. Holst du dir so eine... Alle Frauen stehen auf Corgis. Voll verhässlichster Hund überhaupt. Voll übel, ne? Keine Ahnung, was da... Ne. Diese Missgeburt der Hundezüchter. Das ist unglaublich, ne? Find's auch Kira. Die Queen hat doch 2 Corgis, oder? Ja, das sagt doch alles. Warum hat die keine Labradore? Labrador ist der Hund überhaupt, sag ich dir. Hört. Ne, Kiri? Ja. Kiri. Ja. Ja, bin ich aber bei dir. Ich habe auch lange überlegt. Eine Giraffe ist schon cooler. Einfach, weil die auch schneller ist als ein Esel, glaube ich. Ich glaube, wenn du einen Esel hättest, wärst du auch einfach nur eins dieser Pferdemädchen. Ich glaube schon. Wenn ein Esel wärst, dann wärst du... Ich glaube, wenn du mit einem Esel durch die Stadt gehst, es gibt leider noch zu viele Jugendliche, die den Unterschied zwischen einem Esel und einem Pferd überhaupt nicht finden würden. Wahrscheinlich. Die würden sagen, ey, guck mal, ein Pferd. Pferd. Mhm. Ja. Aber Esel, sind alle Esel grau? Nö. Woran unterscheidet man besonders? Ohren sind größer, ne? Die Ohren sind größer. Etwas sind bulkiger. Etwas kleiner. Längeres Gesicht. Kompakter. Ja. Und viel muskulär sind sie ist auch nicht. Ist ein Esel denn ein Pferd? Nein. Komplett verschieden? Komplett unterschiedlich. So wie Giraffe und Pferd nicht gleich sind. Richtig. Ah. Deswegen gibt es ja auch Mischungen zwischen Pferd und Esel. Oh, das sind die Zebras, ne? Das sind Mullis, glaube ich. Sind das nicht Mischungen aus Zebras und Esel? Wie kommst du auf Zebras? Weil Zebras auch Pferde sind. Nein, auch nicht. Haben einen Schweif. Zebras sind keine Pferde. Giraffen sind doch auch Pferde. Nein. Die sehen doch genauso aus, haben nur einen langen Hals. Nee, Pferde sind auch keine Pferde, Sebi. Ja, weil es ja Hypposaurier sind. Hippo ist übrigens lateinisch oder griechisch für Pferd. Ja, sag ich doch. Ich weiß nicht, ob es griechisch oder lateinisch ist. Ich glaube griechisch bestimmt. Tja. Hippopotamus. Ich wusste gestern übrigens die Astronautfrage, die im Nordquiz gestellt wurde. Nur mal so nebenbei. Welche? Ja, die, woher das Kofferwort Astronaut übersetzt werden kann. Sternfahrer. Ja. Aber Nautik ist jetzt nicht unbedingt nur Seefahren. Segeln. Also Segeln ist, war da nicht irgendwie... Ja, er hat Segeln gesagt, kann man so sagen. Okay. Würdest du lieber essbare Spaghettihaare haben, die jede Nacht nachwachsen oder Ahornsirup schwitzen? Spaghettihaare. Echt? Auf jeden Fall. Ich bin ja eh nicht so der für Süßigkeiten. Nein. Nee, aber dafür übrigens extra, hier, habe ich dir noch was mitgebracht. Oh, wir haben noch Nachtisch. Augen zu. Okay, pack ihn wieder ein. Darf ich aufmachen? Ja. Der ist aber lang und klebrig. Es gibt schon Wegmänner? Es gibt schon Wegmänner. Geil. Der hat mir was Besseres kannst du sehen, wie ich mitbringen. Wusstest du, dass Wegmänner... Nein, ich kenne Wegmänner gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Aus Hamburg kenne ich das überhaupt warum nicht. Kennst du? Aber ich habe rausgefunden, in Gummersbach gewohnt habe, rausgefunden, dass man die Pfeife benutzen kann. Für Crystal Meth. Nein, ich habe da vor Tabak drin angemacht. Oder so. Ja. Nee, du hast auch einen qualitativ hochwertigen, der hat sogar einen Lutscher. Die hat gerade gefragt, willst du auch einen Lolli dazu? Ja. Und dann habe ich tatsächlich gesagt so... Klar. Klar, ja. So, wirklich, in meinem Kopf war einfach wirklich so der Punkt so, ja, was für eine Frage, klar. Es gibt die witzigsten Ausdrücke dafür. Ne? Ich weiß, hier in Köln heißt er, ist es halt das, der Wegmann, ne? Ja, ich kenne das aber auch nur als Wegmann. Es gibt noch den, ich glaube, in Süden Deutschland heißt er mehr Stutenkerl. Die Südländer Deutschlands sind eh so die Stutenkerle, ne? Ja. Wegmann da. Wegmann, es gibt noch den Klausenmann, den Grittibenz, den Dambedei, den Wegbobbe. Der Puhmann oder Krampus? Der Krampus! Der Krampus. Krampus ist aber österreichisch. Ist das nicht der mit dem Keller? Ja, das ist. Nee, das ist der Krampus. Ah. Oder weißt du, Fritzl? Weiß ich nicht. Nee, der Krampus, das ist doch diese Horrorgestalt, die zu Weihnachten die Kinder klaut in Österreich. Ja. Würde ich jetzt aber Ahornsirup schwitzen, dann hätte ich jetzt lecker Ahornsirup für meinen Wegmann. Ja, aber jeder hatte doch schon mal. Irgendwie Sirup, Honig oder irgendwas an den Händen oder sonst was. Das ist so eine Klebrigkeit, die wird man auch ohne Abwaschen nicht mehr los. Und du hättest konstant überall, du schwitzt ja immer. Das ist ein Argument. Du würdest immer diesen leichten, egal was du anfäst, es wäre halt immer
flapschig. Aber vielleicht kommen dann einfach die Frauen in der Straßenbahn und fangen an, dich abzulecken. Ich weiß nicht, ob Frauen Männer mit Ahornsirup über den Körper... Wenn die Frau Ahornsirup mag. Ich habe da so heute einen in der Bahn gesehen, komplett gelbes Outfit und die hatte so diese klein geflochtenen Zöpfe extra lang in Wasserstoff blondiert. Mm. So eine richtige Jersey Shore. Mm. Ja, die wird es vielleicht machen, sie. Mm. Naja, ja. Frauen. Nee, dann aber Spaghetti, ja. Krieg ich denn auch eine Soße? Nein. Müsste ich ja schon selber machen. Ja, vielleicht, aber du hast halt nur Spaghetti-Haare. Ja, ist geil. Ich habe gerade einen halben Liter Bollo eingefroren zu Hause. Müsste ich also eigentlich nur kurz mit dem Rasierer rübergehen, zack, habe ich eine Mahlzeit. Sind die Spaghetti denn eigentlich schon durch? Sind ja, ansonsten Aldente? Würden die ja so afromäßig, so weil dann haben wir ja eben. Sehe ich dann aus wie Mackie, der ja. Igel, oder bin ich oder eher so wie so ein 80er-Jahre-Fußballspieler? Eher 80er-Jahre-Fußballspieler. Ja, dann ist okay. Mhm. Dann mache ich das. Cool. Würdest Was du, sind denn, warte, Spaghetti oder meinst du Nudeln an sich? Nicht also, Spaghetti. Okay. Welche andere Nudeln sollte denn rauswachsen? Macaroni. Warum solltest du denn ein Loch in den Haaren haben? Weiß ich nicht. Wie behindert sich das dann vielleicht aus? Ja, die Auswahl. Ja, aber so, dann wäre das ja eine Art Dreads. Weißt du? Ja, keine Ahnung. Können doch auf Fusilli sein, weißt du, keine Locken haben? Lasagneplatten als Frisur, ja, sehr geil. Mhm. Wookie. Ja, du hast übrigens Kacke am Bart. Ist keine Kacke. Ja, aber irgendwie Kacke halt. Würdest du? Der hat dem Beckmann einfach eiskaltes Bein abgebissen. Ja? Das sieht echt brutal aus. Ich wäre jetzt erstmal dahin gegangen und ich hätte erstmal den Arm aufgerissen, um die Pfeife rauszunehmen. Sag mal, Kiri, was ist los? Warum leckst du meine Hose ab? Sag doch, nee, ich hier nichts zu essen. Wookie. Mm. Okay. Tierschutz. Würdest du lieber jedes Mal, wenn du furzt, um 20 Jahre vor oder zurück in der Zeit reisen oder jedes Mal, wenn du niest, dich an einen anderen Ort teleportieren lassen? Okay, warte. Also ich habe die Wahl, furzen entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Ja. Also kann ich das steuern? Nein, ist Zufall. Achso, es ist Zufall, aber hin und her. Aber es kann auch mal sein, dass mehrmals halt Zukunft und dann wieder nur, also es ist ja, nicht immer abwechselnd. Ja, ich verstehe. Es ist nicht alternierend. Ja, ich verstehe. Oder niesen und teleportieren. Und teleportieren. Dann nehme ich Zeitreisefurze. Wie oft furzt du am Tag? Oh, ich habe in letzter Zeit echt fiese Blähungen. Oh. Das ist halt immer so eine Sache, mit wie viel ich mit Leuten unterwegs bin, ne? Mhm. Sag mal so, ich bin so ein Mensch, wenn ich zu Hause bin, ne, dann, wenn ich alleine bin, dann hat es keinen zu interessieren. Aber in Gesellschaft nicht. Echt nicht? Nee. Auch nicht so ein leiser? Ja, wenn ich ganz genau weiß, dass er. Aber ich erwische mich manchmal so, wenn ich auf der Arbeit auf dem Klo sitze und immer einen Kacken furze, dass ich dann selber kichern muss. Also, nee. So, boah, stell dir das mal auf der Arbeit, also echt mal beim Klogang vor. Ich meine, da muss man das, da macht man das ja auch. Ja? Aber das würde ja heißen, ich wäre der Mensch, den man nie wieder beim Furzen hört, weil sobald ich furze, bin ich ja schon weg. Nee, oder, ja, man. Oder habe ich dann so, oder komme ich dann mit so einem riesigen Furzgeräusch in einer Zeit an? Vielleicht ist das genauso in der Mitte. Das wäre so Inception. Der Cut ist genauso in der Mitte. Das ist so ein Michael Bay Sound. Man sieht eine Feuerspur erstmal. Christopher Nolan. Apropos Feuerspur, ich habe einen DeLorean letztens auf der Autobahn überholt. Echt jetzt? Ja. Ist herumgefahren. Gibt es nicht so viele von. Nee, gibt es nicht so viele. Wollten die nicht neu aufgesetzt werden? Ja, aber nein. Ja, aber Zeitreisefürze. Zeitreise sowieso. Da hast du ja noch viel mehr von. Ja, aber ist der Teleportier. Also, du würdest dann ja immer an der gleichen Stelle rauskommen. Stell dir vor, Zeitreise vor zu Furzerzieher und zack, bums, sitzt du in dieser Küche in 20 Jahren. Aber da sitze ich gar nicht mehr hier. Da sitzt jemand anderes da. Und wie erklärst du denen dann, wie du gerade da hingekommen bist? Weil du sitzt in der Küche zur Frühstücks... Naja, 13 Uhr. Ich würde total dramatisch zum Schrank gehen, die Dose Bohnen nehmen. Ich muss zurück in die Zukunft! Fress eine Dose Bohnen, furz und bin weg. Ist doch lustig. Ach, wegen der Furz. Ich dachte gerade, weil der Fluxkompensator die Dosen braucht. Der Furzkompensator. Ah, schade, dass wir schon eine Folge haben. Ja, aber guck mal, ganz ehrlich, niesen und mit solchen Wünschen muss man ja immer, da muss man immer ein bisschen an den teuflisch... Den Film denken mit den beiden Schauspielern. Wo der Typ 3-7 Wünsche hat beim Teufel und jedes Mal mit der heißen Britin. Ja, mit Liz Hurley. Liz Hurley, ja. Und Hugh Grant. Nee, ist nicht Hugh Grant. Hugh Grant. Nein, das ist der Typ aus Die Mumie. Ach! Brandon Fraser, ja. Wo der Teufel halt dich jedes Mal, wenn du sowas wünscht, halt dich am Ende doch verarscht. Weißt du, das glaube ich ist genauso mit dem Zeitreisen, mit dem Teleportieren und dem Niesen. Erstmal, wahrscheinlich wirst du niesen und du stehst einfach nur an der anderen Seite des Raums
Oder du niest und bist halt irgendwie, was weiß ich, in einem türkischen Gefängnis. Ja. Willst du das? Dann niest du nochmal. Vielleicht ja. Hast du dann aber das Problem, dass die türkischen Gefängnisse so sauber sind, dass du keine Allergie mehr hast. Also klar, du könntest natürlich eine Badehose einpacken und hoffen, dass wenn du niest, dass du nicht am Nordpol landest, sondern was weiß ich, irgendwo auf Bali. Aber Niesen kommt ja meistens sehr unverhofft. Du kannst ja auch forcieren. Wie gesagt, ich muss mir nur das oberste Barthaar ziehen und muss niesen. Hm. Ich werde das jetzt nicht demonstrieren. Ich mache mal mein Taschentuch, das mache ich mir immer so zu einer Spitze zusammen und stecke das immer rein. Kitzel mich quasi selber. Wir reden noch von der Nase, oder? Ja. Okay. Ja, deswegen, nee, ich glaube, das wäre einfach zu gefährlich. Ja, wie gesagt, du bist doch wahrscheinlich immer falsch angezogen. Aber Furzen kann man ja auch nicht unbedingt forcieren, oder? Geld dabei und nichts. Und dann landest du plötzlich in einem Tresor, wo eine Kamera dich aufnimmt und zack, weißt du? Ja. Oder was ist, wenn du beim Duschen niest? Ja, bist du halt nackt auf einmal im Kaufhof. Ja. Das ist doch kacke. Oder einfach bei den Nachbarn. Das wäre noch viel schlimmer, wenn du mich niest und einfach bei den Nachbarn bist und die dich erkennen. Während sie gerade oben rumvögeln. Ja, wir hören euch. Und dann stehst du gerade daneben, weißt du, bist am Shampoonieren, niest und stehst im Schlafzimmer deiner Nachbarn, die gerade am Poppen sind. Dann sagst du, Entschuldigung, haben Sie mal zwei Eier für mich? Warum fragst du beim Duschen nach Eiern sonst? Wo ist das? Nein, weil man beim Nachbarn ist. Man geht zum Nachbarn und fragt, ob er Eier hat. Hast du deinen Nachbarn noch nie gefragt, ob er Eier hat? Nee, nach Eiern habe ich noch nie gefragt. Nach Zucker habe ich gefragt. Nach Popcorn. Das ist ziemlich geil. Helly, meine Nachbarin, hat ja eine Popcornmaschine. Letztens so war endlich Detective Pikachu auf Amazon. Kann ich übrigens nicht empfehlen, leider. Aus Animationssicht vor allem. Und Pikachu ist so flauschig. Ja, ist teilweise auch fantastisch gemacht. Aber es gibt so Stellen, wo du einfach so sagst, ich weiß nicht, ob das die Anzahl der animierten Filme ist, die ich gesehen habe, ob das jetzt unser Studium ist oder sonst was. Aber ich habe so einen Blick geschaffen für schlechte Animation. Oh, da empfehle ich dir eine Serie, die ich letztens gesehen habe. Wenn ich sehe, dass da... Dann, Designated Survivor. Ist da auch so... Oh, da sind so schreckliche Flugzeugaufnahmen und so. Ja. Wenn ich sowas sehe, dann habe ich sofort... Oh, das ist wie auf Eierschale beißen für mich geworden. Das ist echt, ich habe mir damit echt was versaut. Wenn ich da einfach drüber hinweg gucken könnte, wäre es viel schöner. Studiert nicht Medien. War das die dritte Frage? Ja. Mach nochmal an. Mach mal nochmal die drei Fragen. Nochmal. Warum? Ja, einfach so als Auto. Nee, das schluckt zu viel Zeit. Mach jetzt. Mann, das hast mach du jetzt. Vor. Ah, da muss ich ja zweimal reinschneiden. Weißt ja, was machst du einfach. Weißt du, was das kostet? Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Was sind die drei Fragen, die ich dir... Was sind die drei Fragen, die ich dir schon immer stellen wollte? Ich habe gesagt, das dauert viel zu lange. Ich war nämlich irgendwie im Flow heute Morgen. Deswegen haben es mir einfach wirklich auch drei Fragen eingefallen, die ich dachte, die ich dir einfach auch stelle. Weißt cool. Du? Ja. Wie überraschend. Du bist plötzlich berühmt. Ja. Welche drei Stars landen auf deiner Instagram-Story? Liz Hurley? Meinst du? Na klar. Okay. Weil die heiß ist. Mhm. Jan Böhmermann? Weil er heiß ist. Und Meghan Princess of Sussex. Weil die heiß ist. Nee, weil sie schwarz ist. Ja, mit Diversity und so. Ja. Okay. Ja, aber Liz Hurley von heute oder Liz Hurley von damals? Von heute kann man auch sehr empfehlen. Ja. Ich meine, die ist 50. Wen haben wir letztens noch gesagt? Gestern das Anagramm. Gillian Anderson. Akte X, ne? Hot. Nee. War nie mein Typ. Hast du American Gods gesehen? Die Serie? Nee. Okay. Gut. War nie mein Typ. Zweite Frage. Du bist ja krank. Mhm. Was sind denn eigentlich deine Top- und deine Worst-Soup? Was ist die beste Suppe deiner Meinung nach, was ist die schlechteste Suppe deiner Meinung nach? Die beste Suppe ist einfach eine gute Hühnerbrühe mit Grießnockeln drin. Okay. Ja, ist bei mir so eine absolut aussagelose. Also Brühe einfach nur als Suppe. Nee, schön ausgekocht. Du haust ein Hähnchen rein,
Ja? Machst du Wasser drauf. Ja, kann ich persönlich nichts anfangen, aber ist okay. Drucktopf zu, wartest, bis der Drucktopf auf zwei Striche ist, lässt es eine Stunde auskochen. Perfekt. Und die schlechteste? Ist schwer, ich bin ein Suppentyp, ich esse viele Suppe. Ja, aber da gibt es doch bestimmt eine Suppe, die du überhaupt nicht magst. Könnte ich jetzt so gar nicht sagen, ganz ehrlich. Kümmelsuppe, Brotsuppe. Da muss ich aufpassen. Ich habe im Urlaub in Österreich gab es vor jedem Essen eine Suppe. Ja. Und da habe ich die außergewöhnlichsten Sachen gegessen. Innereiensuppe. Nee, es gab eine Bananen-Mango-Suppe. Ui. Und das war sehr lecker, hätte ich nicht gedacht. Okay. Ich weiß, welche Suppe ich am allerwenigsten mag. Welche? Die vom Rewe. Ja, vielleicht. Es gibt bei Rewe, bei der To-Go-Abteilung gibt es ja so Suppen im Pott schon zum in die Mikrowelle stellen. Und da gibt es eine, die finde ich so fies, und zwar Erbse-Minze. Erbse-Minze? Oh, das ist eine ganz fiese Kombo. Das ist als Suppe. Minze bis auf Tee, wirklich nur im Tee, aber Minze geht sonst nicht in warm. Hm. Das geht einfach nicht. Doch. Wo kommt aufs Essen an. Irish Stew. Schmeckt ja in der Minze. Natürlich, da ist eine Minze drin. Schmeckst du keine Minze aus. Wenn man es richtig macht, schmeckt man Minze raus. Also ich habe in Irland Irish Stew gegessen und ich habe keine Minze geschmeckt. Dann haben die es wohl falsch gemacht. Ich glaube, du meinst Englisch. Wildschwein. Whatever. Wildschwein in Pfefferminzsoße. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Asterix und Obelix gesehen. Vielleicht. Nee, schmeckt bestimmt gut. Asterix und Obelix, was auch geguckt oder gesehen? Geguckt oder gelesen? Beides. Alle gelesen, alle geguckt. Eine sehr leckere Suppe. Vom Namen her, wo man auch sagen würde, okay, aber Knoblauchsuppe. Mmh. Sehr, sehr lecker. Ist der Hammer. Wo wir beim Thema sind, Österreich-Urlaub, da wollte ich noch kurz von einem Nachtisch erzählen, der echt lustig ist. Von einer Nacht oder von einem Nachtisch? Einen Nachtisch. Ah. Und zwar war das einfach Vanilleeis mit gerösteten Kürbiskernen und Kürbiskernöl. Okay. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Wenn du mal wirklich guten Kürbiskernöl hast, ne, mach eine Kugel Vanilleeis und so wie Schokosoße machst du halt dieses Öl darüber. Das schmeckt so gut. Ich habe ein halbes Kilo Kürbiskerne zu Hause, kann ich auch einfach eigenes Öl machst draus. Machst du Öl draus, genau, das wird funktionieren. Ja, genau. Nee, aber eine schlechte Suppe. Doch, funktioniert genau so. Eine schlechte Suppe fällt mir gerade nicht ein. Nee, gar nicht? Nee. Muss ich echt überlegen. Nee, bei mir ist es auf jeden Fall die. Nee, ich esse jede Suppe. Aber sonst bin ich auch sehr offen. Definitiv eine richtig gute Tomatensuppe ist für mich der Klassiker. Ja. Es gibt sehr leckere polnische Suppen, muss ich sagen. Żurek. Żurek ist was Geiles. Das ist eine Brot-Knoblauchsuppe. Mhm. Und die wird meistens, also meine Mama hat die immer so gemacht. Ja, meine Mama, du kriegst eine Schüssel, da kommt unten ein ordentlicher Klecks Kartoffelpüree rein. Da oben dran drauf ein gekochtes Ei. Und dann wird das aufgegossen mit der Suppe. Und dann beim Suppeessen löffelst du das Ei ab und isst ein bisschen Kartoffelpüree dazu und so. Mhm. Saugeil. Natürlich Borscht in jeglicher Art. Okay. Ja. Okay, das ist. Ja, super. Ja. Ja, okay, Sebi, ich fliege ja morgen. Mhm. Ich fliege ja morgen nach Andalusia. Mhm. Spanien. Türkei, ja. Spanien. Ja. Ich muss morgen um 6 Uhr in Düsseldorf am Flughafen sein. Ich fahre dich nicht. Ich war jetzt schon gefragt. Aber ich habe herausgefunden, dass da die S-Bahn wenigstens hinfährt. Mhm. Zur selben Uhrzeit fährt keine S-Bahn zum Köln-Bonn-Flughafen übrigens. Weil da ja kein Flieger geht. Alter, ich bin vor 2 Jahren um die Uhrzeit aus Köln-Bonn gestartet und ich musste um 1 schon da sein. Das ist einfach modern und nimm einen Kickroller, so einen E-Roller. Den ich letztens in der Bahn gefunden habe. Was? Ja, ich bin letztens in der Bahn gefahren mit einem Roller. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich muss morgen auf jeden Fall zum Flughafen. Und da habe ich mich gefragt, so Sebi, was bist du eigentlich für ein Flughafentyp? Was sind so, jeder Mensch hat so seine Eigenheiten am Flughafen. Wie bist du auch am Flughafen unterwegs? Schnelle Sicherheitskontrolle, schnell in den Sicherheitsbereich reingucken, dass ich WLAN habe und dann einfach frühzeitig genug vorne am Gate sitzen. Am besten schon 3 Stunden, bevor der Flieger aufmacht, wo noch nicht mehr der Flieger draufsteht und einfach nur Netflix gucken. Und dann als allerletztes aufstehen. Nicht schon anstellen, wenn es sagt, Boarding beginnt gleich. Größter Fehler überhaupt, weil wenn sie sagen, das Boarding beginnt jetzt, dann beginnt das Boarding erst in 20 Minuten. Einfach sitzen bleiben. Alter Sebi, wir können zusammen in Urlaub fliegen. Weil du genau das Gegenteil machst. Ich bin genau so. Cool. Ich bin auch so. Ich bin in keinem anderen Bereich meines Lebens bin ich so überpünktlich wie beim Fliegen. Mhm. Ich bin am liebsten auch 2,5 Stunden vorher da. Das Problem ist ja, wenn der weg Check-in ist. Check-in am besten vorher alles von zu Hause schon gemacht, ne? Am liebsten ohne Koffer fliegen, nur mit Rucksack. Ja. Und dann einfach nur so, trotzdem immer ein schlechtes Gewissen, immer so die Sorge vor der Kontrolle. Ne? Mhm. Das heißt, wird doch irgendwie scheiße eingepackt oder so. Und dann Hauptsache hinsetzen und ja.
Und wenn da schon so eine Schlange ist, die sich immer darüber wundern, warum die Leute da schon stehen, obwohl die wissen, dass wir sowieso nicht losfliegen ohne die. Und es gibt ja auch keine freie Platzwahl. Ich glaube, die meisten denken, es gibt immer eine freie Platzwahl, deswegen stellen sie sich sofort an. Der einzige Grund, warum ich es mittlerweile verstehen kann, ist so ein bisschen, wenn du mit so einem Flieger wie Ryanair fliegst, weil man sich dann ein bisschen auch um die Kofferplätze oben in der Hutablage schlägt. Ja, ich bin ja der, der dann heimlich seinen Rucksack einfach unter den Stuhl packt. Das darf man ja machen. Nicht immer. Nicht immer. Oder nicht? Manchmal darf man das nicht. Ich wurde schon mal ein paar Mal gefragt, dass ich das bitte wurde. Wenn oben Platz ist, ja. Aber Ryanair ist oben nie Platz. Ja, er ist immer überbucht. Ne? Bitte, bitte abgeben. Ja, fliegt einfach weniger. Macht Urlaub in Deutschland. Fahrt mit dem Fahrrad irgendwo hin oder mit dem E-Scooter. Mit dem E-Scooter an die Ostsee. Fährst du schön durch Mecklenburg durch, ein paar Nazis verprügeln und dann bist du schön an der Ostsee. Ich überlege gerade, ob ich dieses Jahr schon geflogen bin. Ja, einmal nach Wien. Zu einer Hochzeit. Wien ist aber auch schon echt weit weg. Das ist. Hast du deinen Flug kompensiert? Ja. Gut. Sicherlich? Weiß ich nicht. Willst du auf irgendein neues, auf ein neues Ökomodell hinaus? Ja, man ne? kann dann. Womit ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Man kann sagen, okay, pass auf, ich fliege jetzt von Köln nach Andalusien, ja? Dass dadurch verursache ich persönlich so viel CO2 und darum spende ich den entsprechenden Betrag, um dementsprechend Bäume zu pflanzen, die in 30 Jahren wieder tollen Sauerstoff machen oder einen Ökobauer in Indonesien zu fördern, der mir meinen Ökoreis liefert. Sowas in der Art. Du kannst Geld dafür geben, damit es dir besser geht. Also oder ich kann auch einfach was selber machen. Einen Baum pflanzen. Ja. Machst du aber nicht. Werde ich jetzt erstmal drüber überlegen, was ich da am ehesten machen würde. Aber an sich finde ich die Idee gut. Kann man wirklich machen. Kann ich empfehlen. Was ich tatsächlich mache, ist, ich hasse es ja, Essen wegzuschmeißen. Mhm. Aber ich bin manchmal so blöd, dass es mir trotzdem passiert. Ja. Aber was ich wirklich hasse, ist, Fleisch wegzuschmeißen. In jeglicher Form. Mhm. Und ich weiß noch, als wir letztes Jahr zusammen auf dem Apple Tree waren, habe ich ein Steak wegschmeißen müssen, weil meine Kühlung nicht funktioniert hat. Und ich habe, weil ich das Steak weggeschmissen habe, dreimal daraufhin, die Woche darauf, aktiv auf Fleisch verzichtet. Ich habe das Fleisch weggelassen, ich habe das nicht ersetzt, ich habe es nur weggelassen, einfach weil ich dieses eine Stück Fleisch weggeschmissen habe. Und das Schwein dankt es dir, was dafür gestorben ist. Das war Rind. Das Schwein, das das Rind gut kannte, dankt dir dafür. Das einzige Schwein, das ich kenne, nimmt jeden mit diesem mit mir auf. Heyo! Ja, war ein Spaß. Du bist kein Schwein. Whatever, Hurensohn. Whatever, Hurensohn. Die drei Dinge, definiert von Sebi und Wookie. Heute haben wir hier raus die drei Dinge, präsentiert von Sebi und Wookie. Und zwar, weil ich krank bin und gerade eigentlich hauptsächlich nur Netflix gucke. Und Wookie Urlaub hat, kann man gerade viel ferngucken. Und Wookie hat gestern geschrieben, ey, hau doch mal die drei Sachen raus, die man sich gerade im Fernsehen angucken kann. So eine Art. So in der Art. Oder darauf wollt ihr hinaus, oder? Ich wollte auf jeden Fall weg von Netflix, ja. Okay, dann fange ich mal an. Warte, was habe ich dir denn geschrieben? Die drei Shows, die man... Die drei TV-Serien-Shows, die man momentan gucken kann. Mhm. Ja. Okay, ich habe... Na gut, fangen wir mal an. Da kriegen wir irgendwie kommen schon auf den Nenner. Ja, erstes Ding, Wahres für Rares. Geht immer. Oh. Man kann es immer noch gucken. Es läuft mittlerweile täglich. Es gibt mittlerweile sogar Primetime-Shows, wo die ganz groß aufgezogen sind, wo die auf irgendwelchen Schlössern sind. Und dann kommen Leute an und haben was und kriegen dafür 70.000 Euro und sowas. Also die ziehen das richtig groß auf. Running Gag, Alter. Zum fünften Mal derselbe Spruch. Ja, es ist auch einfach der Pickup-Artist himself, weißt du? Ja, Horst Lichter, der diese ganzen 60-jährigen Frauen abschleppt. Ja, kann er machen. Ja. Ist er nicht Rekordhalter für die goldene Gewürzgurke auch? Wegen Sexismus? Es gibt die goldene Gewürzgurke. Guck mal nach der goldenen Gewürzgurke. Die goldene, warum habe ich die noch nicht? Die kommt noch. Warum haben die Schlampen mir noch Übrigens, nicht? Übrigens, nebenbei, was Preise angeht, du hörst uns wahrscheinlich nicht, aber dein Bruder hört uns. Deswegen, liebe Ilka, herzlichen Glückwunsch zum Radiopreis mit deinem Podcast. Die hat einen Radiopreis gewonnen? Ja, eine Bekannte von mir hat einen Radiopreis bekommen jetzt am Wochenende in Hamburg. Ach ja, doch, der Folgenbauer bei Instagram habe ich gesehen. Ja. Ja, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Bisschen schade, dass du uns nicht erwähnt hast in deiner Rede. Ja, das nächste Mal vielleicht auch einfach kein Galakleid anziehen, sondern vielleicht einfach mal unser T-Shirt. Warum? Oder wenigstens mal eine Cap. Ich meine, du musst dann denken, wer dich groß gemacht hat. Richtig. Ihre Familie. Wir. Na gut, weiß ich nicht. Also wenn du mal Tipps brauchst und so, ne, für einen größeren Award. Nein. Ja. Gibt es noch einen größeren Award? Oscar. Den Oscar für den besten Podcast. Nobelpreis. Ja, der Radio-Nobelpreis. So, hast du die goldene Gewürzgurke gefunden? Nein. Wirklich nicht? Nee. Hast du nicht geguckt, oder? Doch, aber da kam ein Gewürzgurkenrezept raus. Hier, warum du Gewürzgurkenwasser trinken solltest. Weihnachtsgurke am Christbaum. Gewürzgurken einlegen, so geht's. Haus.
Die erstaunliche Karriere der Spreewaldgurke. Also. Nee, ich glaube, du verwechselst da vielleicht was. Horst Lichter. Ja, das meinst du die goldene Backfisch mit Remoulade. Horst Lichter Gurkensuppe, Horst Lichter Gurkensalat, Horst Lichter Gurkensuppe Rezept. Also ich glaube, du verwechselst da was. Wookie ist mal wieder bekannt für sein gefährliches Halbwissen. Ja. Horst Lichter. Da steht immer noch Koch als die goldene Gewürzgurke. Ja, aber Bares für Rares, kann man immer gucken. Wookie, dein erstes. Warte. Nee, warte. Auszeichnung. So. Die saure Gurke. Ah. So. Na gut, das ist halt nur die. Der Medienpreis saure Gurke ist ein Negativpreis, der seit 1980 im Rahmen des Medienfrauentreffens für einen nach Ansicht der Teilnehmerin besonders frauenfeindlichen, von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt produzierten Fernsehbeitrag vergeben wird. Ist aber auch geil, wieder aus einem Preisträger. Begriff wie die saure Gurke, was ja jetzt wirklich was negativ konnotiertes sein kann, die goldene Gewürzgurke macht. Warte mal. Die goldene Gewürzgurke. Saure Gurke. Preis. Ja, die Leute lieben uns dafür, wenn wir live in der Sendung googeln und nicht mehr in das Mikrofon reden. Es ist halt einfach ein. Ich meine, es ist wirklich so eine goldene Gewürzgurke, die einfach nur so. Das steht halt. Mhm. Egal. Gut. So. Ja. Ja. Ja, Bares für Rares. Eigentlich gibt es jetzt auch. Es gibt jetzt auch neue Ableger und so, ne? Auch D-Max und so. Ja, aber die sind direkt. Es gibt so einen RTL-Ableger, der ist so schrecklich. Ja, reden auch die vier ein Händler, vier Türen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Oh, ist das übel, ey. Ich verstehe das Konzept nicht. Das ist alles offensichtlich so ein Studio. Das ist so ein perverses Zwitterkind von Bares für Rares und Höhle der Löwen. Ja. Das ist so richtig übel. Ja. Weißt ja. du? Das ist, oh nee, da hat irgendjemand von den beiden Serien eine richtig schlechte PowerPoint-Präsentation gebastelt und die vier Leute gecoacht und sagt, verhaltet euch mal so und so. Mhm. Nee. Bitte. Ja, ich fange mit meiner ersten an und zwar Jeopardy. Als Negativbeispiel. Jeopardy läuft momentan in Deutschland. Und zwar um 12:30 Uhr nachts mit dem Lambi. Joachim Lambi, genau. Mhm. Der auch leichte Horst-Lichter-Manier an den Tag bringt, was die Unterhaltung mit den weiblichen Kandidaten angeht. Und aber ey, ganz ehrlich, Jeopardy ist nochmal viel größer als Wer wird Millionär? Und ich habe es auch schon mal gesagt, ich weiß, aber wir müssen das durchkriegen. Wir müssen die Quoten von Jeopardy verbessern. Und zwar zum einen, dass die nämlich erstmal das ins Nachmittagsprogramm, ins Spätabend- oder ins Feierabendprogramm reinbringen, so wie es in den USA nun mal auch ist, dann einen sympathischen Moderator reinstellen, die Fragen einfach mal einfach schwerer machen, ne, wo nicht bei der ersten, bei der Kategorie die erste Antwort ist, was ist das Ausrufezeichen ist oder so, oder was ist ein Ü, sowas sind nämlich Antwortmöglichkeiten, ne, Antworten, ne, beziehungsweise Fragen, weil es Jeopardy, nee, aber Catch the Seaman, ja, nee, und das einfach wieder relevant machen und publik machen und so, weil das ist eigentlich eine echt gute Sendung gewesen, immer schon. Hast du den Saturday Night Sketch gesehen, Black Jeopardy? Ja. Ja, und das ist in den USA einfach viel, viel, viel mehr gang und gäbe. Und ich meine, hier, wie heißt er denn? Trebek, ne, der Moderator. Der Krebs hat, ja. Mhm. Ich hoffe, der hat er nicht. Gibt es da nicht so ein Kickstarter-Projekt? Das ist ja auch schon komplett. So wie bei Der tritt auf jeden Fall noch regelmäßig auf und macht so Motivationsdinger. Also von wegen, ey Leute, ja, ich sterbe bald, aber hey, danke für 30 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre Showbusiness. Ich hab sehr, sehr viel Jeopardy aus den USA über Netflix, über YouTube geguckt, ne? Mhm. Und er ist einfach ein solider Kerl und ein echt sympathischer Mensch. Mhm. Also der ist, glaube ich, in echt auch einfach so. Und das ist so. Wenn Tom Hanks Moderator wäre, dann ist das Alex Trebek. Tom Hanks Moderator? Tom Hanks Moderator wäre, dann wäre er wie Alex Trebek. Ach so. Ja, und ich finde, das muss einfach, da muss in Deutschland wieder zurückkommen. Und deswegen, wir müssen da proaktiv rangehen. Wir müssten das unbedingt weg aufs RTL Plus bekommen. Meine zweite Sendung ist eine super Sendung. Live nach 9 heißt die, glaube ich. Kann ich gerade. 9 Uhr morgens oder 9 Uhr abends? Noch morgens. Kann ich, glaube ich, nur gerade gucken, weil ich krank bin. Aber. Simi wollte übrigens, dass ich heute um 10 Uhr zum Frühstück vorbeikomme, weil er meinte, können wir uns zum Frühstück. Er hat gefragt, ob ich Urlaub habe. Und meinte ich, ja, lass uns zum Frühstücken kommen. 10 Uhr bei mir. Ich so, nee, ich habe Urlaub. Lass 11 machen.
Du mal um klar zu machen. Ja, weil ich kurz nach neun das nicht gucke. Ich habe eben gerade noch einen eBay-Kleinanzeigenverkäufer bei mir vor der Haustür gehabt, deswegen. Alles klar. Wookie war um 11:30 da. Meine zweite Sendung ist live. Ich habe geschrieben, dass ich um 11 los war. Meine zweite Sendung ist live nach 9. Und zwar ist das ein super jung gebliebenes Vormittagsprogramm vom 1. Weißt du, wo die genau. Sind die da so krampfhaft? Wo die genau wissen. Mit Ingo Mommsen? Nein, viel besser. Isabel Varell heißt die, glaube ich. Isabel Varell? Ja. Das ist so ein schöner Name, ich muss aufspringen. Ja, vielleicht. Das ist so eine mit 50-Jährige, die krampfhaft jung geblieben ist. Und ein Typ, der eigentlich jung ist, würde ich mal so in meinem Alter schätzen, also um die 30. Ja. Das Problem ist nur, der sieht halt aus wie du, wenn du morgens um 8 Uhr aufstehen musst. Also der sitzt in dieser Morgenshow und hat Augenringe wie sonst was und lächelt total gequält. Und das ist so geil. Es ist echt so übel. Ja, und diese, danke schön, diese Sendung ist sowas von übel. Und ganz ehrlich, wer sich das morgens anguckt, boah. Ja, aber das ist doch gar nicht empfehlenswert dann. Ja, aber doch, einfach weil es witzig ist deswegen. Was ist das? Ist das so frauentauschmäßig? Wie? Also gucken für. Frauentausch war gut. Ja. Ja. Frauentausch ist pur Comedy-Gold. Ja. Vielleicht. Ja, nee, aber das kann man sich, muss man sich mal angeguckt haben, um zu wissen, wie man schlechtes Fernsehen macht, weil es echt schlecht ist. Möchte ich nur mal, also. Mein Krankheitstipp, wenn ihr krank seid, macht morgens um 9 Uhr ARD an. Das kommt direkt nach dem Morgenmagazin, ja? Mein Krankheitstipp ist, schlaft aus bis Punkt 12, weil dann werdet ihr besser gesund. So. Ja, dann gehe ich einfach weiter. Und zwar gehe ich zu einer Sendung, die wurde mir empfohlen. Und mir war von Anfang an bewusst, als mir die empfohlen hat, die kommt mit auf die Liste. Und ich habe sie heute Morgen, habe ich mir die erste Folge angeguckt, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich das bringt, was ich mir gedacht habe. Und sie bringt es genau. Sie ist sogar noch besser. Auf Platz 2, beziehungsweise nein, mein zweites Ding, ist ja nicht, ne? Mhm. Schick Krömer. Ah, hab ich die gehört. Neue Serie von Kurt Krömer. Ich bin ja sowieso ein riesen Kurt Krömer-Fan. Mhm. Kurt Krömer, ob jetzt Stand-Up oder die internationale Show, grandios. Mhm. Die Erfindung des der Kühlschrankkamera. Und das ewige, da bleiben wir dabei, das ewige Baggern bei den Gästen. Kurt Krömer ist einfach eine Person für sich. Der ist authentisch und der ist einfach so lustig. Und ich stehe einfach auf Berliner Dialekt. Und auf jeden Fall, Schick Krömer ist so aufgezogen, dass er Gäste hat. Unter anderem, ich habe seinen Namen vergessen, irgend so ein Motivationscoach, der auch im Knast war. Mhm. Der Höhler oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Der war in der ersten Folge zu Besuch. Und das Setting ist nämlich ein richtig schönes Stasi-Verhörbüro. So richtig, richtig übel. Und er stellt so richtige Verhörfragen, schneidet den Leuten die Antwort ab und so weiter. Mhm. Holt seinen Koffer raus, raucht eine Kippe nach der anderen und hat richtig fiese Einspieler über den alten Röhrenfernseher daneben. So, das ist richtig schön auf DDR. Schick Krömer, sagst du? Chess Krömer. Ja. Ist in der, kannst du in der Mediathek finden. Und wenn ich gleich nach Hause fahre, gucke ich auf jeden Fall die nächsten zwei Folgen, weil als zweites zu Gast nämlich Philipp Amthor ist und als drittes Kevin Kühnert. Und auf diese beiden Folgen freue ich mich gleich richtig drauf. Ja, Amthor, der Berufsjugendliche der CDU. Richtig. Ja. Der nebenbei übrigens Anwalt ist. Ist er das? Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Scherz. Er auch erst Kita-Aufseher gesagt. Vielleicht ist er ja Kita-Anwalt. Der hat immer Streitschlichter in der Kita gemacht. Lustiger Beruf für Philipp Amthor wäre, glaube ich, auch Streetworker. Hey! Hey, Homies. Ich habe einen Basketball mit. Lass mal hier ein paar Bälle droppen. Lass mal jam. Okay, muss ich mir auch mal vielleicht angucken, weil ich habe wieder so viel zu gucken. Meine dritte Show, die ja mittlerweile in der 70.000. Staffel ist und schon in diversesten Formaten irgendwie Ableger hatte und weltweit vertreten ist, aber trotzdem guckenswert ist, zumindest zur Zeit, ist The Voice of Germany. Gucke ich mir sehr gerne an, weil es eigentlich die einzige Castingshow ist, meiner Meinung nach, im Fernsehen, die wirklich noch Fokus auf den Gesang legt. Weniger deswegen, weil, ja, ich sehe dich nicht und dann drehe ich mich um und dann sehe ich dich zum ersten Mal. Ich glaube, vielmehr doch einfach, weil diese ganzen Hintergrundgeschichten, die so bei DSDS und sowas da sind, ja, da einfach nicht vorhanden sind. Klar, du hast immer einen Vorteil da, wenn du irgendein enges Familienglied hast, was er nicht geglaubt hat und dann gestorben ist vorgestern. Das ist eine krasse Ausschlachtung. Ne? Genau, ja. Und natürlich ist natürlich auch geil, wenn du einen Krebs besiegt hast und jetzt wieder singen kannst, ne, das schlachten die auch aus. Das nehme ich auch mit rein. Musst du ja erzählen. Das bist ja du, ja. Aber, ja, es ist anders. Und ich finde das Konzept immer einfach noch lustig. Auch die Juroren,
Juroren. Juroren, das sind gar keine Juroren. Die Jury. Juroren, die Jury. Juroren, die sind witzig. Die Junioren. Dieses Jahr dabei Mark Foster. Sebi. Ja, der andere Sebi, Sido. Wenn ich eine Kappe ansehe, kann ich auch wie Sido. Weil ich habe so ein bisschen grauen Bart hier, siehst du? Du hast zu wenig Bart. Du musst ja, so einen Bart haben wie ich. Hier. Aber der ist ja grau. Du brauchst aber auch so, ja, du brauchst aber so einen, du brauchst unten so einen Busch. Ah, whatever. Dann bin ich aber Ray Garvey, oder wie? Ray Garvey ist auch mit dabei. Und, irgend so eine, die Frau, wo ich den Namen vergessen habe, ja, die aber ein ganz cooles Lied gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber du weißt, wen ich meine. Ja. Diese, ich hab's, I got no roots. Boah, mal da. Ist das die? Ja. Gott. Ich glaube, das Lied heißt Woods. I got no roots. Woods. Das ist das Kerkeling-Lied, oder? I got no roots. Hurz. Hurz. Ja, nee, aber das ist leichte Abendunterhaltung, weil wenn ich auch so, wenn ich nach Hause komme, Fernseher an, irgendwas Seichtes, Leichtes, wo man nicht groß nachdenken muss, dann gucken wir entweder das oder Höhle der Löwen, eins von beiden. Dein drittes Ding. Nee, ich möchte auch kurz was zu The Voice sagen. Ja. Ich hab mal irgendwie, also ich hab ein bisschen, ich hatte erst eine Zeit lang eine schlechte Meinung über The Voice, weil ich dann auch mitbekommen habe, dass er irgend so ein ehemaliger Teilnehmer hat das publik gemacht, dass die halt auch so unfassbar krasse, Strickverträge haben da, ne? Aber also, das Fernsehen. Ja, das ist, wo ich dann auch irgendwann gemerkt habe, so, ja, fuck, ist doch klar, der liest halt den Scheiß, ne? Ja. Da ist halt einfach Bullshit drin und ja, der durfte dann irgendwie 6 Jahre lang nicht mehr im Rahmen einer anderen Show Musik machen oder so. Ja, Fernsehen. Ist halt so. Aber ich habe ein paar Probleme trotzdem mit The Voice. Zum einen mag ich die, ist immer mindestens ein Juror, den ich nicht mag. Und zwei Sachen sind mir immer zu sehr geschauspielert. Zum einen dieses ewige Buhlen, wenn sie dann halt die Leute gefunden haben und sagen, hey, komm zu mir. Letztens, wo Mark Forster dann einfach mal, wie heißt er denn, Luke Mockridge anruft per FaceTime und sagt, ey, Luke, sag dem mal, der soll zu mir kommen. Da ich gedacht so, ey, dann wäre ich nicht zu, weil Luke Mockridge scheiße. Der ist dann auch nicht zu Mark Forster gegangen. Das war nicht wenigstens dann solide. Aber, und das verstehe ich wirklich nicht, dieses theatralische, oh mein Gott, ich bin kurz vorm Drücken. Weißt du, dieses ja. Halbgewichse da vor dem Buzzer. Ich so, oh mein Gott, das klingt so geil, aber ich kann nicht drücken. Irgendwas blockiert mich gerade, wo ich mir denke so, Alter, fuck, entweder passen die in dein System, in deine Idee, in dein Muster oder halt nicht. Du kannst halt einfach nur dastehen und die Musik genießen, musst aber nicht so tun, als wärst du kurz davor, auf diesen Buzzer zu drücken. Ja, aber es geht ja bei denen auch um den Nein, Musik. Nein, das regt mich auf. Nein. Das ist für mich gestellt und das ist für mich scheiße. Natürlich ist das gestellt, weil die Sendung einfach montiert ist. Du musst darauf achten, oft sind gar nicht die Sänger hinten auf der Bühne, während eben diese Sachen kommen. Ja, das ist Fernsehen. Soll ich dir noch mehr enttäuschen? Beim Fernsehen, die ganzen Klatschbilder, ja, wenn der bei der Heute-Show hier der Welke einen Witz macht und das Publikum zeigt, wie das abgeht und klatscht, ne, das haben die alles vor der Sendung aufgezeichnet. Ich war mal in der Sendung. Ja. 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 Aber die haben sowohl als auch. Nein. Die drehen Ersatzbilder und so alles. Ja, die drehen keine Kamera während der Sendung aufs Publikum, nein. Du machst vor der Sendung machst du den Soundcheck, ja? Und deswegen muss das Publikum so laut klatschen, wie es geht, damit der Sound richtig eingestellt werden kann. Das ist aber schon wieder smart. Das ist aber schon wieder smart. Und darum siehst du die Leute nämlich immer, muss man darauf achten. Wenn die Leute was Lustiges dann da gemacht haben, bei der Welke oder so, oder bei jeder, dann muss ich gar nicht mehr klatschen während der Sendung. Nein, nein, erstmal das. Und vor allem muss man darauf achten, die Leute sitzen da immer alle, sind mega am Abgehen und gucken immer alle an die Decke. Weil auf der Decke ist ein Monitor und da steht dann immer irgendwie was drauf, von wegen jetzt klatschen. Na, wir hatten einen Ansager. Ja. Ja, aber der hat dann unten gestanden. Ja, das ist der Warm-Up, der kommt da auch immer. Aber meistens kommt dann immer so, jetzt ist da oben das da drauf. 3, ja, es ist aber 1. Nicht so schlimm wie Nena, die dann halt kurz davor ist, mit ihrer Hacke den Button zu drücken. Ja, aber dann doch nicht drückt, weil sie mit Hip-Hop gar nichts anfangen kann. Aber Nena ist ja gar nicht mehr dabei. Ja, zum Glück. Ja, und darum ist ja jetzt der beste Hip-Hopper, den Deutschland zu bieten hat, da. Ich hab gegen Sido. Mark Foster. Sido ist der Coolste dieser vier da. Sido ist der Coolste von denen. Ja, aber übrigens ich habe Blockbusters gesehen. Kennst du Blockbusters? Weil mein ZDF Neo-Serie von Echo Fresh und Ferris MC. Nein. Das ist eine sehr lustige Show. Und da ist Sido nämlich auch dabei. Der spielt da den Antagonisten. Gorilla. Oh, den Antagonisten. Den Antagonisten. Ja, nee, es ist wirklich lustig. Es ist sehr assi. Es ist, glaube ich, vielleicht kannst du mir da helfen. Ich glaube, es ist Köln-Sülz. Dirk, der Antagonist ist der Gegenspieler. Ja. Ich glaube, das spielt in Köln-Sülz. Okay. Und, vielleicht auch Chorweiler, aber ich glaube, es ist Sülz. Ja, ist kein Unterschied zwischen Sülz und Chorweiler. Nee, Quatsch. Nein, nicht Sülz. Nein, Ports. Das muss Ports sein. Das sieht halt genauso aus wie dem Musikvideo. Vielleicht, ja. So. Kennst du das Video? Oh, kennst du, was kann das Schöneres geben, als in Köln-Ports zu leben? Ich kenne nur, komm doch nach Köln. Nee, ich muss dir das gleich zeigen. Okay. Egal, dann deine dritte Show. Kitchen Impossible.
Mein absoluter Favorit gerade, die beste Kochshow überhaupt, die momentan im deutschen Fernsehen läuft und auch immer noch sympathisch. Tim Melzer kocht gegen irgendeinen seiner Kochfreunde und die schicken sich jeweils in zwei verschiedene Länder, um von irgendwelchen Leuten was zu lernen. Und Tim Melzer ist halt so eine Schnauze, ne? Der hat so eine Fresse und der liefert halt auch nicht immer. Aber dadurch, dass die halt wirklich kochen, ne? Also klar, vielleicht geben sie sich mal Tipps und so weiter da vor Ort. Aber die kochen sich halt und das ist halt auch echt schwere Arbeit, die sie teilweise machen. Und wenn die dann so richtig am Arsch sind, auch vor allem der Melzer, ne? Wenn er dann zugibt von wegen so, ja, da habe ich wieder so scheiße gelabert und so, da habe ich mich wieder voll überfordert und so. Das finde ich echt sympathisch und das kommt auch glaubwürdig rüber. Mhm. Und je nachdem, welcher Gast da ist. Also ist klar, es gibt jetzt auch ein, zwei Folgen, wo der Gast echt scheiße war. Ja, mhm. Also letzte Woche war da so ein österreichischer Kochgesundheit. Da hat man einfach gemerkt, dass sie sich irgendwie schon mal gestritten haben. Und so. Mhm. Die haben überhaupt nicht zusammengearbeitet. Aber hier und da, das ist schon echt lustig und abgefahren. Was die dann teilweise auch kochen müssen und so natürlich. Und die Herangehensweise finde ich natürlich als küchenaffiner Mensch schon sehr, sehr geil. Wo läuft die? Vox. Ah. Sonntags 20:15 Uhr. Ah. Sehr geil. Da läuft der Tatort. Hier können wir Sonntag zum Oscar dann gucken. Tatort. Scheiß auf Tatort. Kannst du in der Mediathek gucken? Der letzte Tatort war sehr gut. Kannst du in der Mediathek gucken? Ja, ich hab, oh ja, mein viertes Ding, Tatort. Ich hab die Nachrichten geguckt tatsächlich auf ARD am Sonntag. Ja. Und dann fängt die Tatortmusik an. Ich so, oh fuck, auf Vox geklickt. Ja. So. Guck mal, Kitchen Impossible, das ist echt gut. Nee, es läuft ja der Tatort. Ja, aber du kannst ja mal. Als anständiger deutscher Gebührenzahler musst du den Tatort gucken. Du wolltest immer noch mit mir mal Tatort gucken, ist dir klar? Das hast du in Folge 20 oder so gesagt, wir gucken mal Tatort zusammen. Ja, dann gucken wir den mal. Ja, ja. Letzte Woche war ein Klamauk-Tatort mit dem Ulm und der Tschörner. Das klingt schon nicht schlecht. Der war echt lustig. Der war gut. Ich habe übrigens letzte Woche noch Der Vorname geguckt. Kennst du den Vornamen? Nein. Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz. Nein. Ist ein Kammerspiel? Wo es darum geht, dass ein Pärchen zum Essen bei der Familie ist, so bei Schwester und Schwager, glaube ich, und nochmal einem, also sind zu fünf und der eine schlägt vor, dass sie ihr Kind Adolf nennen. Hm. Und das ist die Prämisse. Ah, doch, da habe ich von gehört. Sehr geiler Film. Sehr, sehr geiler Film. Also wer Kammerspiele mag, sprich Filme, die in einer Kammer. Die in einem Raum spielen, ne? Also sowas wie Hateful Eight oder Der Gott des Gemetzels. Der Vorname, mega, mega. Und auch Christoph Maria Herbst, einfach genau die Rolle, die er spielen muss. Ja. Richtig geil. Ja. Guck den wirklich, Sebi. Mach ich. Außerhalb des Hashtags. Guck den einfach, weil der ist echt geil. Ja, wie hieß der Film nochmal, den ich mal angucken muss? Der Vorname. Nein, der andere. Sextuplets. Sextuplets. Ja, gucke ich mir heute Nachmittag an. Sehr gut. Gut. Okay. Nimm Taschentücher mit. Du bist krank. Ja. Wir nehmen schon wieder viel zu lange auf. Ja, ist herrlich, ne? Da kannst du auch nicht verschneiden. Also, was steht an? Du fährst jetzt erstmal in Urlaub. Ich fliege jetzt erstmal für 2 Tage weg. Wann kommst du wieder? Freitagnacht. Das ist cool. Und dann sehen wir uns Samstag. Samstag auf der Hochzeit. Wir ordentlich einen Trinken nehmen. Natürlich. Vielleicht bin ich bis dahin hoffentlich wieder fit. Nehmen wir den Zoom mit? Nee. Das ist podcastfrei, Wuki. Ja. Zwinker. Alles klar. Zwinker. Mit Herz, Faust und Zwinker, Zwinker. Ja. Das war I Love Him, der Podcast, Folge 143. Wir sind fresh. Hier ist der Sebi. Ist der Wookie? Das ist Kira. Hey Kira, aufpassen. Aufpassen. Ich hoffe, euer Frühstück hat auch so geschmeckt. Aufpassen. Aufpassen. Oh. Oh, aufpassen. Ah, oh, ja. Ja? Ja. Nee, macht's ja nicht. Aber aufpassen. Bis nächstes Mal schön. Ja. Macht's ja nicht. Macht's ja nicht. So, tschüss. Tschö. Der Podcast.